Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen hier in Oldenburg in der alten Flywa zu dem heutigen VHS-Kompass. Die Demokratie auf der Kippe, die autoritäre Versuchung. Ich begrüße Sie recht herzlich, nicht nur im Namen der VHS Oldenburg, sondern heute sind auch viele Zuschauer aus Emden dabei, die das heute Abend im Livestream verfolgen, weil wir diese Veranstaltung auch in Kooperation mit unserer Kollegeneinrichtung der Volkshochschule Emden durchführen. Wie gesagt, recht herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Andreas Gögel, ich bin der Leiter der Volkshochschule Oldenburg und wir freuen uns, dass es uns jetzt doch im dritten Anlauf gelungen ist, diese Veranstaltung endlich durchzuführen, die eigentlich schon für unser Jubiläumsjahr geplant war, aber durch die Umstände ist es sozusagen zu dem heutigen Datum gekommen und es sind wieder besondere Umstände, denn wir alle stehen unter dem Eindruck der aktuellen sogenannten Omikron-Welle. Deshalb bin ich dankbar, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist einerseits Zeichen für Ihr Interesse und andererseits kann ich denjenigen, die uns am Bildschirm verfolgen, sagen, dass das eine 2G-Plus-Veranstaltung ist. Auch das ist ein Wort, was wir vor einem Jahr noch gar nicht so kannten, aber das mittlerweile so geläufig ist, dass jeder weiß, was damit gemeint ist. Also, recht herzlich willkommen. Unser Bundeskanzler hat in einer Regierungserklärung von einem Aufbruch in ein neues Jahrzehnt gesprochen. Und dabei hat er versucht, den Eindruck zu vermitteln, jedenfalls nach meiner Meinung, dass alles so gelingen kann, und dass sich trotz der notwendigen Änderungen und Einschränkungen, die damit vielleicht verbunden sind, sich unsere Lebensgewohnheiten in Deutschland nicht groß ändern würden oder zumindest nicht fundamental ändern müssen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist jedoch unsere funktionierende Demokratie und das gemeinsame Verständnis für eine freiheitliche Gesellschaft. Und nicht wegen der Regierungserklärung, sondern das ist eine schöne Brücke zu dem, was Herr von Lucke uns vielleicht heute Abend auch unter dem Titel Demokratie auf der Kippe, die autoritäre Versuchung vermitteln will, haben wir seinerzeit die Kollegin aus Emden und ich den Kontakt zu Herrn von Lucke gesucht, um eine solche Veranstaltung hier im Nordwesten durchzuführen. Denn wir sind der Meinung, es ist Zeit, mal deutlich den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, wie fragil das ist, was wir alle schätzen, nämlich unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Und es gibt da ganz viele Einflussfaktoren, die unser Leben als in Familie oder als Staat und Gesellschaft beeinflussen. Das ist das, was in unserem Land passiert, das ist das, was in Europa passiert, das ist das, was auf der ganzen Welt passiert. Wir erleben seit Jahren eine Renaissance der Autokraten und Populisten und manchmal, so geht es mir jedenfalls, sitzt man da und guckt auf den Bildschirm oder liest in der Zeitung Dinge, die man zumindest in Europa vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten hat. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass Herr von Lucke den Weg aus Berlin nach Oldenburg gefunden hat und unserer Einladung gefolgt wird. Und es ist letztendlich die Frage, wie sieht sie also aus, die Zukunft unserer Demokratie? Dazu spricht gleich Albrecht von Lucke zu Ihnen, der in Ingelheim am Rhein geboren ist. Er ist Volljurist und Politikwissenschaftler. Er lebt seit 1989 in Berlin und ist seit 2003 Mitglied der Redaktion der Blätter für deutsche und internationale Politik, eine Monatszeitschrift, die man in der heutigen medialen Welt vielleicht als etwas aus der Zeit gefallen sieht, weil es, wie Herr von Lucke sagt, eine reine Bleiwüste ist, sind Fachartikel und Fachanalysen zur deutschen und internationalen Politik, ungefähr 130 Seiten als Monatsschrift und enthält profunde Analysen von neutralen, kundigen Menschen. Herr von Lucke selbst
ist regelmäßiger Gast in verschiedenen Diskussionsformaten, im Fernsehen oder auch im Hörfunk. Er ist viel gefragter Kommentator. Er wurde 2014 mit dem Lessing-Förderpreis für Kritik ausgezeichnet und 2018 mit dem Otto-Brenner-Preis Spezial. Das zu seiner Person. Nach dem Vortrag folgt eine Diskussion. Hier auf dem Podium leiten wir die ein, aber nachher, nach sozusagen der Einstiegsrunde, ist die Diskussion auch mit Ihnen eröffnet. Und es wird dann jemand zu Ihnen an den Platz kommen mit einem Mikrofon. Bitte warten Sie, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, weil Sie sollen ja auch sozusagen bei denjenigen hörbar sein, die uns vom Bildschirm aus verfolgen. Ich wünsche uns einen erkenntnisreichen Abend und bitte jetzt Herrn Lucke um seinen Vortrag. Bitte. Ja, lieber Herr Gögel, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es, Sie haben es zu Recht gesagt, jetzt geklappt hat. Wir hatten ja besondere Vorkommnisse, besondere Ereignisse. Die Veranstaltung ist seit 2 Jahren geplant gewesen. Corona hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich darf schon jetzt sagen, die Aktualität, die Dringlichkeit dieser Veranstaltung ist für mein Verständnis in den letzten 2 Jahren eher noch gewaltig gewachsen. Das heißt, das Thema, zu dem ich jetzt gerne sprechen möchte, Demokratie auf der Kippe, mit der ganzen Doppeldeutigkeit, die darin steckt. Nämlich auf der Kippe heißt ja einerseits auf einem schmalen Grat, auf dem es sich noch entscheiden kann, in welche Richtung sich die Demokratie entwickelt. Ob sie abdriftet in Verhältnisse, die eben nicht mehr demokratisch sein könnten, oder ob sie tatsächlich vitalisiert bleibt oder gar revitalisiert wird, ist die eine Seite. Es könnte aber auch den Begriff, dem klaren Wortlaut nach, die Kippe sein, als gewissermaßen die Abfall- oder Abraumhalde. Das ist ja die zweite Bedeutung der Kippe. Und ich habe den Eindruck, dass wir tatsächlich in Zeiten leben, in denen diese Frage, wie demokratisch bleibt die westliche Gesellschaft, und das will ich natürlich vor allem am Beispiel der Bundesrepublik diskutieren, aber ein Thema, was weit über die Bundesrepublik hinausgeht, die Frage, wie weit kann sich eine Demokratie in diesen Zeiten behaupten, ist eine absolut virulente Frage und sie ist virulenter denn je. Wir sprechen ja heute an einem sehr besonderen Datum. Und ich versuche meine Vorträge immer wieder, weil ich freispreche, auch sehr den aktuellen Ereignissen durchaus gerecht werden zu lassen. Heute ist der 20. Januar 2022. Vor 80 Jahren war die Wannsee-Konferenz, die Ihnen allen ein Begriff ist, an der, und es ist interessant, nicht mit dem Begriff der Endlösung, den wir ja alle so kennen, sondern mit dem Begriff der Gesamtlösung. Noch bürokratischer, noch funktionaler, nicht gewissermaßen eliminatorisch schon im Namen, aber als Gesamtlösung der Judenfrage beschlossen wurde, administrativ das eliminatorische Werk in Deutschland, das längst im Gange war. 1942 war ja die Vernichtung bereits längst angelaufen, aber es wurde gewissermaßen statuiert. Die ganze Bundesrepublik stand als Bonner Republik immer in dem Vorzeichen, wie kann ein derartiges wieder sich ereignen, verhindert werden. Wie kann auch die Lehre gezogen werden aus dem Scheitern von Weimar? Denn die Weimarer Republik, der erste demokratische Angang, hat ja offensichtlich es nicht geschafft, dieses zu verhindern. Im Gegenteil, der antidemokratische Boden war bereitet und er hat sich dann in dieser eliminatorischen Weise in der Vernichtung von 6 Millionen Juden gewissermaßen zu dem brutalen Höhepunkt in industrialisierter, wie aber auch ganz, man weiß es ja mittlerweile sehr genau, auch in sehr brutaler, handgreiflicher Weise durch Erschießung massenhafter Art hat er sich materialisiert und manifestiert. Das ist genau vor 80 Jahren der Fall gewesen. Und die große Leistung der Bundesrepublik und die permanente Frage bestand darin, wie kann es dieses Land schaffen, das nie wieder umzusetzen und es zu leisten, dass ein solcher Hass, ein solcher Antisemitismus sich nicht wieder Bahn bricht. Wir leben aber in Zeiten, in denen längst wieder zum Teil in Demonstrationen ein antisemitischer Anklang herrscht. Ein Judenstern auf den Straßen transportiert, getragen wird mit der Inschrift nicht geimpft, ungeimpft. Also eine Übersetzung stattfindet, eine Parallelisierung, auch eine Banalisierung in einer
verschwörungstheoretisch grundierten Erzählung, die den Eindruck erweckt, wir befinden uns schon wieder in Zeiten einer neuen Diktatur. Es gibt ja bereits Parallelisierung von einzelnen Demonstranten, es war in dem Fall eine Demonstrantin, die evoziert, sie würde im Namen einer neuen Sophie Scholl sprechen. Und der große Slogan der Verschwörungstheoretiker lautet: Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Das sind die Demonstrationen, die wir gegenwärtig auf der Straße erleben. Diese Demonstrationen der Verschwörungsideologen, ich finde den Begriff der Verschwörungstheorie schon reichlich balanisierend, weil er immer den Eindruck erweckt, dahinter stünde eine wissenschaftliche Theorie. Es ist natürlich krude Ideologie, krude Erzählung ist noch zu harmlos. Aber tatsächlich Verschwörungsideologie. Hinter dieser Verschwörungsideologie steckt immer eines, nämlich die Annahme eines allmächtigen Staates oder einer dahinterstehenden, man kann es sagen, allmächtigen Krake, meistens übrigens die Verbindung zum Antisemitismus sehr, sehr nah, die Parallele dann über Bill Gates, über das Great Reset eines Mannes wie Klaus Schwab, der angeblich eine neue, fast Weltordnung plant. Dahinter dann oftmals auch die Verbindung der jüdischen Großmagnaten und Großbanker über die FED. Also, ich will damit sagen, es steckt dahinter immer die Imagination, hier ist ein großes Unwesen wieder im Gange, das einen allmächtigen Staat oder eine allmächtige lenkende Figur beinhaltet. Meine These, die ich heute Ihnen darstellen will, ist die genau gegenteilige. Wir erleben meinem Eindruck nach eine Demokratie, die in einer solchen Weise geschwächt ist, wie sie es über mittlerweile ja fast 7,5 Jahrzehnte, wir gehen Richtung 75. Jubiläum der Bundesrepublik im Jahre 2024, wie sie es über 70 Jahre nicht gewesen ist. Wir erleben eine Demokratie, die durch äußere Umstände wie auch durch innere Umstände in ihren Grundfesten angefragt ist und der die ganz große, man kann es fast zugespitzt sagen, die Machtfrage ein Stück weit gestellt ist. Wie weit ist die Demokratie überhaupt noch in der Lage, mit den Herausforderungen dieser Dekade als tatsächlich auch einer Dekade einer gewissen Entscheidung überhaupt zurechtzukommen? Ist sie in der Lage, die großen Herausforderungen, jetzt am Beispiel von Corona, sehr gegenwärtig, sehr präsent, aber auch am Beispiel der Klimakrise, ist sie in der Lage, das zu leisten, was erforderlich ist? Und meine Sorge, und das ist der Impetus dieses Vortrags, ist, dass die Demokratie zunehmend im Inneren wie im Äußeren so massiv unter Druck gerät, dass sie sich immer mehr als ohnmächtig darzustellen scheint und dass sie von daher an der Gegenwart zu scheitern droht. Wir haben nämlich heute noch ein zweites Datum, an das es zu erinnern gilt. Exakt vor einem Jahr, am 20. Januar 2021, ist Joe Biden, ich nehme an zur Freude fast aller hier im Saal, zum neuen US-amerikanischen Präsidenten intronisiert worden. Das war also gewissermaßen die Inauguration. Es war ja lange die Wahl gelaufen und es gab ein Datum davor, an das werden Sie sich auch erinnern, nämlich den 6. Januar 2021, in dem ein Land wie die Vereinigten Staaten haarscharf an einem echten Putsch, an einer echten Revolte, an einer in der Tat echten Revolution, einem Aufstand der Basis mit der Stürmung des Kapitals vorbeigeschrammt sind. Ein Zustand, den ich und offensichtlich weite Teile selbst der Vereinigten Staaten sich nie hätten vorstellen können. Denn unter welchen Vorzeichen sind wir, die wir wahrscheinlich die meisten von uns das Glück hatten, auf der westlichen Seite der Bundesrepublik, also der jetzigen Bundesrepublik Deutschlands, dieser westlichen, der Bonner Republik, groß zu werden, unter welchen Vorzeichen sind wir denn groß geworden? Ich bin genau an dem ersten Punkt, wo es nämlich um die Frage geht, hat nicht in der Zeit, die wir als selbstverständliche Demokratie wahrgenommen haben, es immer einen Umstand gegeben, den wir vielleicht zu selbstverständlich als normal begriffen haben. Nämlich die Tatsache, dass es so etwas gibt wie eine gewachsene westliche Demokratie, die in sich heraus stark und sicher ist. Und zwar immer, um mit dem Wort von Wolfgang Böckenförde, dem großen Verfassungsrechtler, zu beginnen, er sagte mal, die Demokratie in der Bundesrepublik lebt von Voraussetzungen, die sie aus sich selbst nicht generieren kann. Damit meinte er, sie ist immer auch von einer Geisteshaltung abhängig. Sie muss immer demokratische Gesinnung voraussetzen. Gerade eine Replik von ihm auch auf die Weimarer Situation, auf die Entstehung des Nationalsozialismus, wo es eben in Weimar eine Demokratie ohne Demokraten gab. Die Gesinnung war nicht vorhanden.
Und deswegen hat Böckenförde, wie alle anderen, haben versucht, in ihrem Denken über die Demokratie versucht, diese Gesinnungsfrage stark zu machen. Und so kam am Schluss ja auch die Vorstellung zustande, diese Republik ist irgendwann in die, fast mit dem Habermas-Wort, in einen Zustand des Verfassungspatriotismus hineingewachsen. Die Menschen haben von der Gesinnung her Abschied genommen von diktatorischen Verhältnissen. Sie sind bereit gewesen, demokratisch zu denken. Ich habe bereits gesagt, dass es in Teilen diese Gesinnung ersichtlich aufbricht. Meine These ist aber, es gibt daneben etwas grundsätzlich noch Gravierenderes, was in diesen Gesinnungsüberlegungen nicht vorgekommen ist. Nämlich die Tatsache, dass unsere alte Demokratie immer von Voraussetzungen materieller Art gelebt hat und auf ihnen grundiert war, die zunehmend zu erodieren scheinen. Nämlich zunächst einmal von der Tatsache, dass sich die Welt vor dem Ende des Kalten Krieges, also vor dem Jahr 1989, der großen Zäsur, letztlich in zwei Hälften bewegte, die völlig klar voneinander getrennt waren. Auf der einen Seite die westliche Hemisphäre mit einer Supermacht, den Vereinigten Staaten, die im Inneren dieser Hemisphäre immer bemüht waren, demokratisch aufzutreten, schon um auf diese Weise ein Schaufenster der funktionierenden Demokratie gegen eine östliche Diktatur zu sein. Zum Teil unter brutaler Ausgliederung von nichtdemokratischem Agieren in die dritte Welt, also das, was wir heute die südliche Hemisphäre nennen, den globalen Süden. Also Kriege wurden durchaus ja geführt, auch seitens der US-amerikanischen Supermacht, aber sie waren nicht in den pazifizierten demokratischen Teil der Welt zu Hause. Das war eine klare Sicherheit, da verhält man sich in einer demokratischen Weise und es wird nicht gewissermaßen die Demokratie konterkariert. Alle Versuche dieser Art, erinnern wir uns beispielsweise an die Ära Nixon, die hochdramatisch auch damals, der Versuch völlig antidemokratisch die Demokratie gegen die, in dem Fall demokratische Partei, seitens der Republikaner auszuspielen, sind zum Glück gescheitert, auch durch Gewaltenteilung, durch starke mediale Einrichtungen, durch eine starke Presse und so weiter und so fort. Das war die Lage bis 1989. Es gab also eine klare Trennung zwischen Innen und Außen, zwischen Diktatur und Demokratie. Diese Grundsituation endet aber schlagartig mit dem Jahr 89. Im Jahr 89 hört die Grenzziehung auf und in dem Augenblick ist die Demokratie von innen wie von außen angreifbar. Und um es ganz konkret, und wir alle beobachten das ja, Herr Gögel hat es auch schon angesprochen, um die jüngsten aktuellen Ereignisse nur an dem Punkt aufzuspießen, wenn wir uns die Ereignisse außenpolitischer Art vergegenwärtigen, dann gibt es einerseits die Entwicklung in den USA, ich habe sie beschrieben, wo wir momentan noch mit einem Jahr Ablauf Biden froh sind, dass er noch an der Macht sind, aber bereits vorausahnen können, beziehungsweise mit großer Befürchtung wahrnehmen können, dass Donald Trump keineswegs das alte Eisen ist, sondern dass die gewaltige Ernüchterung über Joe Biden derartig bereits zu greifen beginnt mit dem fundamentalen Scheitern in Afghanistan, mit übrigens auch einer in sich nach wie vor nicht überzeugend und geschlossen auftretenden demokratischen Partei, mit auch dem, was ich jetzt als nur ein Beispiel der jüngsten Schlagzeilen deutlich machen will, einer neuen Aggression an den Außengrenzen Europas, einer russischen Drohkulisse, einer Art, wie wir sie zu Zeiten des Kalten Krieges gar nicht in dieser Weise haben konnten, weil die Grenze dicht war, weil die Vorstellung, dass plötzlich 100.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine, die gewissermaßen ja dramatischerweise Niemandsland sind. Die Ukraine leidet ja unter der Tatsache, dass sie weder der NATO angehört noch der EU, also von daher auch keinem Bündnis angehörig ist. Und faktisch wird plötzlich wieder mit Drohpotenzial militärischer Art aufgefahren, ganz klassische Militär. Weit entfernt von dem, was den Kalten Krieg immer überwölbte, die große atomare Angst, die ja tatsächlich monströs war und wo der Westen und überhaupt die Welt nur haarscharf an manchen Katastrophen vorbeigeschrammt ist. Aber jetzt haben wir eine neue Bedrohungskulisse, wo plötzlich wieder in klassischer, konventioneller Manier militärisch Druck massiver Art ausgeübt wird. Diese Situation ist fundamental verschieden von der Zeit des Kalten Krieges. Und wir erleben plötzlich, und die russische Seite ist nur die eine Seite. Wir erleben es, könnte man es beispielhaft sagen, auch von der chinesischen Seite. Wir erleben plötzlich das Aufkommen einer neuen, knallhart ausgesprochenen Systemkonkurrenz. Weit mehr noch als Wladimir Putin, der sich ja durchaus noch, um das bekannte Wort von Gerhard Schröder aufzunehmen, der sich ja durchaus noch versucht, sich als lupenreiner Demokrat zu geben, immer
weitlich unterstützt von dem neuen Handlungsreisenden Wladimir Putins, nämlich dem bekannten Ex-Kanzler. Ein Skandalon übrigens nach wie vor sondergleichen, dass ein deutscher Kanzler sich für derartiges hergibt und das Amt in einer Weise nachträglich damit missbraucht und auch gewissermaßen in ein so fatales Licht stellt. Putin macht es noch fast in glimpflicherer Weise, weil er immer noch den Eindruck des Demokraten zu erwecken versucht. Xi Jinping, der chinesische Potentat, spricht ganz klar aus, dass China einen absoluten Systemkonflikt für sich behauptet. Und dass es letztlich deutlich machen will, wir sind absolut im Sinne einer alten Tradition des Kommunismus, allerdings ohne irgendwie eine kommunistische Wirtschaftsordnung zu haben. Man hat längst den Neoliberalismus, den neuen Kapitalismus akzeptiert, aber man weiter treu der Idee der absoluten Vorherrschaft einer Partei folgt und damit letztlich so etwas wie eine Idee des Antidemokratischen absolut im Schilde führt. Die Systemauseinandersetzung als eine faktisch erklärte. Und es gibt einen latenten, absoluten Nachteil jeder Demokratie. Und das sehen wir am Umgang von Wladimir Putin mit der Ukraine. Ein Diktator oder eine autoritäre Führung fühlt sich nie an Recht und Gesetz von Grund aus nicht gebunden. Das ist das Prinzip. Und in dem Maße, das erleben wir gerade, wie es auch ausgespielt wird, ist er immer in der Lage, alleine mit der Drohung, ohne dass irgendjemand momentan weiß, was er im Schilde wirklich führt, ist er alleine in der Lage, mit der Drohung gegen ein anderes Gemeinwesen, ein demokratisches, das sich an das Völkerrecht gebunden sieht, ist er in der Lage, mit der Androhung Politik zu machen, eine permanente Verunsicherung zu schaffen. Das ist die gegenwärtige Situation an den europäischen Außengrenzen, die alleine dazu führen, dass hier die EU hochgradig angreifbar ist. Und ich wollte Ihnen diesen Aufmacher nicht vorenthalten. Das ist, glaube ich, sogar von vorgestern. Baerbock verspricht Kiew Solidarität. Der Begriff der Solidarität fiel. Die Welt erlaubt es sich, danach zu schreiben, aber ohne Waffen. Und alleine das zeigt natürlich, wie auch von außen im gegenwärtigen Zustand, von außen die Schwäche eines westlichen, pazifizierten Gemeinwesens attackiert werden kann. Die Solidarität kennt eben, weil wir faktisch uns selber zum Teil als verteidigungsunwillig begreifen, kennt ausgesprochene Grenzen. Es werden natürlich jetzt bereits Diskussionen geführt, ob es notwendig ist, einen Staat wie die Ukraine möglicherweise dann doch zu unterstützen. Aber ersichtlich, ich verstehe übrigens auch gut die Gründe, keiner ist hier geneigt und es gibt gute Gründe, alles vermeiden zu wollen, was nur kriegerisch eskalieren könnte. Aber es steckt natürlich trotzdem daran immer die Bereitschaft zu sagen, wir ziehen uns auf den Status derer zurück, die allenfalls mit allen wirtschaftlichen Mitteln agieren werden. Verständlich aus der Geschichte, aber es zeigt eben latent eine absolute Angreifbarkeit im Äußeren. Das ist die eine Seite. Es wird aber im Äußeren auch hochfatal, wenn diese Basis ins Innere überschwappt. Und ich habe ja ein Beispiel mit Donald Trump bereits gegeben. Im Falle Donald Trumps erleben wir, dass das vermeintliche Schlachtschiff oder die Speerspitze der Demokratie, die Vereinigten Staaten als die neben England älteste Demokratie, dass die Vereinigten Staaten letztlich keineswegs mehr unanfechtbar auf dem demokratischen Boden stehen. Dass sich also letztlich Verschwörungstheoreme so verselbstständigen können, dass sie in der Lage sind, die Gefahr, dass schon in diesem Jahr bei den Midterms Election, das sind die Wahlen des Herbstes, da ist die Zwischenwahl, Sie alle wissen das, die große Gefahr besteht, dass das Comeback, ob von Donald Trump oder einem seiner Gleichgesinnten, quasi vorbereitet wird. Das heißt, es schwappt die autoritäre Versuchung in die Mitte der westlichen Gesellschaften. Es schwappt gewissermaßen, dass die Idee eines anderen Modells, das eben nicht mehr durch Gewaltenteilung, durch eine Trennung von Opposition und Regierung, das letztlich getragen ist durch eine klare, plurale und rechtsstaatliche Demokratie, es taucht mitten in den Demokratien auf. Und der Zug geht ja sogar noch weiter. Wenn wir uns die dritte Ebene anschauen, auf der wir uns bewegen, nämlich die europäische, dann erleben wir längst, dass in der Europäischen Union die Attraktivität autoritärer Modelle, ob wir nach Polen oder ob wir nach Ungarn vor allem schauen, enorm zugenommen hat. Also das, was sich noch 1989 als die große Verheißung darstellte, die Demokratie, mit dem großen Wort von Fukuyama, wir sind am Ende der Geschichte, die Demokratie ist unabweisbar, wir gehen Zeiten entgegen, in denen es Demokratie, freie Marktwirtschaft, sozial vielleicht sogar grundiert, aber jedenfalls internationale Menschenrechte, Völkerrecht etc., dass es das alles gibt, erodiert bereits auf dem Boden der Europäischen Union.
Das beste Beispiel ist dafür Viktor Orban. Viktor Orban, das war noch in den 90er und in den 80er Jahren vor allem ein mutiger Mann. Ein Mann, der gegen den Kommunismus in Ungarn aufgestanden ist, der für eine rechtsstaatliche oder liberale Gesellschaft gekämpft hat, der darüber von Helmut Kohl regelrecht an die breite Brust des Felsers gedrückt wurde, weil er merkte, Kohl, da habe ich jetzt einen Mitstreiter, das ist jemand, der Hoffnung auf die westliche Welt setzt. Dieser Viktor Orban hat, nachdem er die ersten Wahlen einmal gewonnen hatte, aber sehr schnell auch wieder abgewählt wurde, hat plötzlich sehr schnell begriffen, dass die Attraktivität der pluralen Gesellschaft in den Zeiten, in denen plötzlich die östlichen Gesellschaften sich endlich aus dem, so wurde es ja begriffen, zum Teil aus dem Völkergefängnis des Warschauer Paktes oder der Dominanz der Sowjetunion befreit hatten, dass plötzlich eine ganz andere Strömung überhand nimmt und attraktiv wird. Nämlich eine zutiefst nationalistische, eine Strömung auch der ethnischen Abgrenzung, die dann plötzlich zu Zeiten der Fluchtkrise eine enorme Konjunktur gewann. Einen Schub bekommen hat der Abgrenzung und der Ausgrenzung der nicht ethnischen Ungarn, der nicht dazugehörenden, der Abgrenzung brutaler Art. Diesen Tiger zu reiten, hat Orban als erster als ungemein verheißungsvoll begriffen. Und er hat sofort mit den Ungarn und anderen Gesinnungsgenossen gefunden, die letztlich bereit sind, diesen Zug mitzugehen. Und er operiert auch da in dem Wissen darum, dass die westliche Gesellschaft, in dem Falle die Europäische Union, fast gar nicht in der Lage ist, darauf adäquat umzugehen. Warum? Weil in der Europäischen Union zu Beginn nie die Vorstellung herrschte, dass ein einmal gewordenes Mitglied in der Europäischen Union jemals Anstalten machen könnte, den Boden der Ideen der Union zu verlassen. Es kaum Sanktionsmechanismen gibt. Wir wissen das alle, es herrscht das absolute Mehrheitsprinzip, das Prinzip der Altzustimmung gewissermaßen. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, der gegen beispielsweise die harte Sanktionierung Ungarns ist oder gar den Rausschmiss eines Staates, ist dergleichen völlig unmöglich. Das heißt, es können sich die Europäischen Union auch in dem Falle, weil sie alle die europäischen Staaten, weil sie die westlichen Staaten, weil sie letztlich immer, um es auf den Begriff zu bringen, immer letztlich mit einer auf dem Rücken gebundenen Hand agieren, weil sie letztlich dem Rechtsstaat geschuldet nicht mit letzter Härte zu Felde ziehen, sie können sich ihre eigenen Gegner oder Feinde kaum erwehren. Damit dringt gewissermaßen die antidemokratische Bedrohung in die Reihen der demokratischen Gemeinwesen vor. Und das ist nur die äußere Herausforderung, die im Raum ist. Denn, und das ist der zweite Punkt und der vielleicht noch wichtigere, es gibt genauso eine innere Infragestellung der Demokratien. Und darauf verweisen die gegenwärtigen Diskussionen, die gegenwärtigen Debatten in einem ungeheuren Maße. Herr Gögel hat es genannt, Olaf Scholz und die neue Ampel, die ja letztlich auch wieder, das muss man immer wieder feststellen, für das absolute Funktionieren unserer Demokratie steht, nach 16 schier endlosen Jahren Angela Merkels, in der vermeintliche Alternativlosigkeit dieser Regierung schon fast herrschte. Und übrigens, ich will es dazu sagen, wenn es denn nicht ein solches Versagen der CDU-CSU-Spitze im letzten Wahlkampf gegeben hätte, es mit normalen Umständen auch eine Fortsetzung einer CDU-CSU-Regierung gegeben hätte. Olaf Scholz ist ja nicht aus eigener besonderer Attraktivität zum Kanzler geworden oder besonderer Leidenschaftlichkeit oder gar Ausstrahlung. Er ist Kanzler geworden, weil zwei andere Parteien, nämlich zunächst die Grünen mit Annalena Baerbock, aber dann vor allem auch die eigentlich angestammte Kanzlerin oder Kanzlerpartei CDU-CSU, fundamental versagt hat. Aber es ist eben dieser Wechsel trotzdem Ausdruck einer funktionierenden Demokratie und eine Verheißung einer neuen Chance. Aber was erleben wir gegenwärtig? Wir erleben gegenwärtig am Beispiel der Impfpflicht, an der Debatte um die Frage, die nur ein Vorschein, will ich deutlich sagen, die Corona-Krise nur ein Vorschein der weit, weit größeren Klimakrise ist. Wir erleben bereits eine Regierung, die durch äußeren Druck derartig sich selbst in Frage gestellt sieht, beziehungsweise fast am Ende ihrer Handlungsmacht zu sein scheint. Es ist ja ein fast absurder Zustand, dass eine neue Bundesregierung, gerade gekürt, bei der mit großer Werbe Aufbruch, Modernisierung, Erneuerung versprochen wird, das sind die großen Leitbegriffe, mehr Fortschritt wagen als die Überbotschaft, bei der letztlich schon in der Frage, wie können wir dieses Land aus der Krise impfen, eine absolute Lähmung eingetreten ist. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Politik, die demokratische Politik, die Politik der Demokraten hat sich selbst in eine fatale Situation manövriert, weil sie zum Teil durchaus unter dem Druck des Wahlkampfes, zum Teil aber auch, weil sie auf viele Fragen meinte, eine sofortige Antwort geben zu müssen, weil sie mit großer
Botschaft im letzten Jahr zunächst die Botschaft austeilte oder aussprach, wir werden überhaupt keine Impfpflicht, überhaupt nur in Erwägung ziehen. Dann aber diese Aussage in einer hundertprozentigen, 180-Grad-Wendung von allen Parteien übrigens, von Markus Söder über hier auch Herrn Weil beispielsweise, bis zu Olaf Scholz, alles kassierte und sagte im Umkehrschluss, nein, jetzt wird dezidiert die Impfpflicht kommen. Sich ein zweites Mal, 180 Grad drehend, sich ein zweites Mal aber auf das Maximale vergatternd, jetzt an dem Punkt steht, wo sie ihrem Anspruch Taten folgen lassen muss. Und sich nie wirklich die Frage gestellt hat, ist diese Maßnahme wirklich in dieser Gesellschaft erstens durchführbar, ist sie rechtlich verfassungsgemäß und führt sie drittens tatsächlich dazu, dass diese Gesellschaft befriedet wird, beziehungsweise beinhaltet sie nicht gerade die Gefahr, dass die Kluft, die in der Gesellschaft existiert, maximal größer wird. Keine dieser Fragen ist von vornherein überhaupt nur angedacht, geschweige denn ernsthaft durchdrungen, geschweige denn wirklich im Blick behalten worden. Und wir haben das fatale Ergebnis, dass genau diese Koalition, die ja jetzt endlich mit einem neuen Antrieb, mit einer neuen Kraft, mit dem, was Olaf Scholz als Führung versprochen hat, antreten müsste und Politik machen müsste, dass sie bereits im Ansatz an dieser Frage fundamental zu scheitern droht. Sie alle haben das Wort von Olaf Scholz im Ohr. Wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Die Antwort auf die Corona-Krise besteht genau im Gegenteil. Sie besteht darin, dass man aus einem einzigen Grund, dass man weiß, dass man sogar in der eigenen Koalition noch gar keine Klarheit darüber hat, wer mitziehen würde. Die FDP hat ja bereits in weiten Teilen gesagt, wir sind nicht dabei. Dass man vor dem Hintergrund diese Debatte einfach erstmal dem Bundestag übergeholfen hat. Dass man sagt, wir sind in einem großen Prozess der Meinungsbildung. Wir versuchen jetzt unterschiedliche Anträge zu kreieren und werden dann überlegen, wie wir damit umgehen. Diese Situation ist natürlich in vielerlei Hinsicht fatal. Zum Ersten bringt sie zum Ausdruck, dass eine klare, entschiedene Führung, die normalerweise darin bestehen müsste, dass der Kanzler einen Aufschlag macht, klar durchdacht, klar auch sagt, ich will es dann auch durchsetzen, dass dieser Anspruch von vornherein nicht existiert. Olaf Scholz tritt mittlerweile immer als der Abgeordnete Scholz in dieser Frage auf. Er sagt, ich werde dann mich an dem Zeitpunkt, wo wir einen Antrag haben, werde ich mich zu einer oder anderen Situation entscheiden. Es hat aber auch zweitens zur Konsequenz, dass die Meinungsbildung im Bundestag so lange auf die lange Bank geschoben wird, dass überhaupt nicht klar ist, wie die Situation denn beschaffen sein soll, zu der diese Maßgabe verfassungsmäßig oder auf die Verfassungsmäßigkeit geprüft werden müsste. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nach Österreich, Sie haben die Debatte wahrscheinlich verfolgt, nach Österreich schauen, dort hat man einen Vorratsbeschluss gefasst, in dem Wissen darum, dass mit der Impfpflicht die Corona-Krise schon gar nicht mehr bewältigt werden kann. Jeder weiß, dass es dafür sowieso zu spät kommt. Es wird gewissermaßen jetzt die Debatte schon auf die nächste Krise hin geprüft, was natürlich sofort die Frage aufwirft, wie wird denn die Situation im Herbst sein? Ist es möglicherweise so, dass dann die Durchseuchung schon so weit fortgeschritten ist, dass vielleicht eine Impfung gar nicht mehr erforderlich ist, eine Impfpflicht also gar nicht mehr auftaucht? Das sind alles Maßgaben, die unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zu prüfen sind. Also völlig ein Terrain völlig unbekannter Art. Sodass letztlich, und das ist mein Eindruck, ein erheblicher Teil der Regierung inständig hofft, an der Impfpflicht letztlich vorbeizukommen, was ich allzu gut begreifen kann, weil das diese Gefahr, die nämlich als dritte im Raum ist, neben der Frage der überhaupt Durchsetzbarkeit, neben der Frage der Verfassungsmäßigkeit, nämlich die Frage der Polarisierung, letztlich obsolet machen könnte. Wenn wir an einer Impfpflicht vorbeikommen, ist diese Frage letztlich damit nicht mehr gegeben. Was ist aber die Konsequenz, wenn es in eine oder andere Richtung geht? Die eine Sache ist die, wir kommen um eine Impfpflicht herum. Sie wird gar nicht durchgesetzt. Das wäre natürlich ein ungeheurer Triumph derer, die momentan darauf drängen, dass sowas unbedingt unterlassen wird. Ich würde mich allerdings sogar fast noch freuen, wenn es so sein sollte, wenn wir ohne Impfpflicht davon kämen, weil meine Befürchtung noch eine viel dramatischere ist. Die Sorge, die wir alle haben sollten, und den Eindruck, glaube ich, muss man haben, ist die, dass auf einer ungeklärten oder sehr wackeligen rechtlichen Basis der Protest im Lande, die sich immer mehr auftürmende Wut der Impfgegner, die übrigens interessanterweise keineswegs nur immer als Rechte bezeichnet werden können. Es ist ja ein ganz diffuses Spektrum. Es sind Teile dabei, die sich aus dem anthroposophischen Spektrum speisen, klassische Impfgegner, die also sehr stark auf ihre eigene Gesundheitsvorsorge setzen. Also es gibt ein weites Spektrum. Und ich will übrigens auch sehr deutlich sagen, die Tatsache,
einer Impfpflicht ist ein Eingriff in ein ja ganz erhebliches Grundrecht. Es geht ja wirklich um die Frage der körperlichen Unversehrtheit. Es ist also keineswegs eine Petitesse. Aber es ist ein so erstaunliches und immer zum Teil sich stärker vom Staat abwendendes Spektrum, dass mittlerweile der Verfassungsschutzchef, Herr Haldenwang, davon spricht, wir haben es zum Teil regelrecht mit einer Gruppierung von neuen Staatsfeinden zu tun, die sich immer mehr in die Ecke gedrängt fühlen, die zum Teil dann immer mehr auch von rechten Strömungen unterwandert oder auch angetrieben, in Demonstrationen regelrecht angeführt werden, sodass letztlich eine Gruppierung entsteht, die dem Staat regelrecht verloren zu gehen droht. Das ist die eine Seite, die meinem Eindruck durch eine Impfpflicht noch forciert würde. Und die zweite Frage, und die ist die vielleicht noch dramatischere, die Frage nämlich der Durchsetzbarkeit. Wenn Sie wahrscheinlich auch sehr aufmerksam die Zeitung der letzten Tage gelesen haben, dann war das für mich Bemerkenswerteste, die Äußerung des Beamtenbundchefs, nämlich von Herrn Silberbach, in einem großen Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gestern, vom gestrigen Tage. Herr Silberbach sagt, aus Sicht des Mannes, der für die Beamten steht, der also sowohl die Polizisten nicht, aber auch das hat er im Blick, diejenigen, die für den Staat den Kopf hinhalten müssen, von Lehrern über Beamte in den Ämtern etc., sagt, die neue Bundesregierung droht, die Bodenhaftung zu verlieren. Der Staat fliegt uns, wenn wir nicht aufpassen, um die Ohren. Und seine These ist die folgende. Es ist alles gut und schön, was auch gerade und zu Recht, ich sage deutlich zu Recht, von einer Regierung, dieser neuen Regierung mit dem Anspruch, Erneuerung zu leisten, Aufbruch zu leisten, alles, was von denen mit Fug und Recht beschlossen wird, im Falle der Impfpflicht beispielsweise, dass man letztlich dann prüfen muss. Es ist alles ohne Grund- und Bodenhaftung, wenn es nicht wirklich auch dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Wenn diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen dem, was gesagt, verheißen wird und dem, was dann durchgesetzt wird, immer größer wird, dann wird irgendwann der Unmut nicht nur in den Ämtern, die das ja alles austragen müssen, sondern auch in der Bevölkerung immer größer. Das ist am Beispiel der Impfpflicht an einem Punkt eben besonders deutlich zu machen. Da wird die Frage auftauchen, wer kontrolliert das eigentlich? An welcher Stelle werden da Stichproben der Polizisten, das wird ja alles erwogen, nicht? Die Polizisten müssen dann beispielsweise Stichproben machen, die müssen dann neben Vergehen, Sonderrat, müssen sie auch den Impfpass prüfen. Die Frage ist, die als nächste sofort im Raum ist, brauchen wir ein großes nationales Impfregister? Die große Frage, wie steht das im Zusammenhang mit dem Datenschutz? Also, es tun sich Konflikte in Abfolge dessen auf, die so gravierend sind, dass sie das, was wir gegenwärtig schon beschlossen haben, also beispielsweise Prüfungen in den Bahnen, die ja rudimentär stattfinden. Ich sage, ich bin also die letzten Tage bei meinen Bahn gefahren. Ich kann nicht behaupten, dass ich nennenswert auf meinen Impfpass kontrolliert worden wäre. Das heißt, wir haben eine immer größer werdende Kluft dessen, was dem Staat übergeholfen wird und dem, was er umzusetzen in der Lage ist. Und das erodiert natürlich in einem Maße das Staatsvertrauen, wie es mit Händen zu greifen ist. Und das ist nur eine Ebene, auf der sich das abspielt. Gucken wir auf die noch viel größere Problematik des globalen Klimawandels und der Umsetzung dessen, was diese Regierung in dem Bereich leisten will. Es ist fatalerweise, und das ist mit der größte Vorwurf, den ich der Regierung Scholz gegenwärtig machen würde, fast alles auf den Schultern der Grünen ruht. Es kann ja momentan nicht die Rede davon sein, dass diese Regierung einhellig so etwas wie eine Klimaregierung sein will, also ein Kanzler Olaf Scholz sich als der Klimakanzler geriert, der er im Wahlkampf zu versprechen vorgab. Nein, es ist so, dass alle diese Felder im Terrain der Grünen liegen. Und alleine, wenn man sich hier die Konflikte anguckt, die sich auftun, in dem Versprechen beispielsweise nur von Robert Habeck, in diesem Lande eine totale Umstellung auf elektronische Versorgung, Stromversorgung zu leisten. Eine solche Mammutaufgabe, es ist ja die Rede davon, dass alle 3 Stunden ein gewaltiges Windrad aufgebaut werden muss. Jeden Tag müssen, also es ist eine Unzahl, die geleistet werden muss. Vor dem Hintergrund, dass wir es in diesem Staat mit ungemeinen Vorschriften zu tun haben, dass wir einen Staat haben, der dieser Mammutaufgabe, ich rede gar nicht von der Versorgung, wir haben davon gesprochen, Herr Gögel, mit Ladestationen, die Tatsache, wie dann letztlich diese Totalumstellung auf E-Motorisierung, wie das vonstatten gehen soll, all das hängt auf den Schultern einer Partei, nämlich der Grünen, die letztlich auch in den eigenen Reihen enorme Konflikte darüber austragen muss und sich zunächst einmal mit der Bevölkerung auseinandersetzen muss. Wer gibt sein Land dafür, dass dort, die böse gesagt, Verspargelung stattfinden soll, dass dort Windräder gebaut werden? Gucken wir nur beispielsweise an den Konflikt, den Habeck jetzt gerade mit Bayern austrägt, wo natürlich Markus Söder sofort sein großes Jetzt sagt in der Frage, wie nah dürfen die Windräder an die Wohnung herankommen, an die Häuser herankommen. Es ist aber auch ein Konflikt, den die Grünen in den eigenen Reihen austragen. Herr Habeck in der Auseinandersetzung mit der Umweltministerin.
Wer hat Vorrang? Hat das Klima Vorrang, die Versorgung des Landes mit der Megaaufgabe E-Technologie, oder sind der Schutz der Umwelt, der Schutz der Arten, sind diese vorrangig? Damit will ich sagen, der Staat kommt in dieser Frage in eine solche massive Auseinandersetzung, dass die Frage der Machbarkeit immer virulenter erscheint. Und als letztes, und da wird es zu einer absoluten fundamentalen Krise der Demokratie, droht dieser Staat auch an den systemischen Problemen der Demokratie in sich immer schwächer zu werden. Also, wenn ich von einer autoritären Versuchung spreche, und das ist das Nächste, was so dramatisch, und deswegen muss man manchmal nur eine Zeitung eines Tages sich anschauen, im letzten Tag zum Ausdruck gebracht wurde, nämlich ein großer Artikel, der beschreibt, das Vertrauen in den Staat schwindet massiv. Es war eine Untersuchung, das sogenannte Trustbarometer, der seit Jahren untersucht, wie ist das Vertrauen in die Regierung beschaffen. Und er hat festgestellt, in den letzten 2 Jahren in der Corona-Krise, die ja zeitweilig die Hoffnung mit sich brachte, Corona könnte so etwas wie Staatsvertrauen, gerade in westlichen Demokratien, gerade in Deutschland, könnte es zurückbringen. Die Corona-Krise schien so etwas zu sein wie die Ermächtigung des Staates. Der Staat zeigt, dass man in der Corona-Krise mit starken Konjunkturprogramm in der Lage ist, die Krise zu bewältigen. Damit ist ja so etwas wie ein Vorschein, das befürchteten manche Neoliberale, das könnte ein Vorschein sein, wie plötzlich auch die Klimakrise im großen Stile zu bewältigen ist. Fridays for Future hat gejubelt, hat gesagt, guckt doch, jetzt können wir, seht ihr, was wir leisten können, wir können riesige Programme auflegen, so wie wir der Corona-Krise beikommen, das lässt sich doch exemplarisch auch mit der Klimakrise machen. Diese durchaus zum Teil positive Stimmung ist in den letzten Jahren total ins Gegenteil umgekippt. Beginnend mit der völlig missratenen Impfkampagne von 2000, also dem Scheitern an der großzügigen Bestellung und dem sofortigen Umsetzen eines Programms der Bestellung von Impfstoffen, wo Deutschland massiv ins Hintertreffen geraten ist. Das war der erste harte Einschlag. Und dann kam, wir haben es alle erlebt, das völlige Scheitern im Sommer 2021, die Annahme, man könnte mit 2 Impfungen quasi schon aus der Impfung raus sein, auch die Hoffnung, alleine durch Angebotspolitik oder ein Angebot an die Bevölkerung, werden schon genug Menschen sich zur Impfung veranlasst sehen, hat uns gewissermaßen in das Elend dieses Winters geführt, wo plötzlich gemerkt wurde, es kann überhaupt nicht die Rede sein, dass hier in hinreichender Weise Menschen sich für dieses Kollektivgut Impfung und damit Solidarität für eine quasi aus der Corona-Krise sich herausimpfenden Gesellschaft bereit sich erklären. Das wurde zu einem zweiten, und zwar einem Versagen nicht mehr nur einzelner Politiker, wie wir es also exemplarisch in der Krise auch der Maskendeals erlebt haben, wo also in brutaler Weise natürlich die Korruption einzelner oder Korruptionsanfälligkeit einzelner Politiker gezeigt wurde. Nein, es war auch ein Versagen in gewisser Weise der gesamten politischen Klasse, weil sie im Wahlkampf des letzten Jahres in keinem Maße auf die Krise bezogen Politik gemacht hat. Und so erleben wir in diesem Winter, dass in allen Demokratien gegenüber Diktaturen, vor allem China an der Spitze, die Zustimmung, das Vertrauen in Demokratien in einem ungemeinen Maße rückläufig ist. Wohingegen China als das herausragendste Beispiel, China hat enorme Gewinne erlebt, mehr noch als Indien. Indien hatte ja auch gewaltige und hat nach wie vor gewaltige Corona-Probleme, aber China, ironischerweise und in Reunion kaum zu übertreffen, das Land, wo die Krise aufgebrochen ist, hat mit drakonischen Maßnahmen, wie wir wissen, die Krise in gewisser Weise in den Griff bekommen. Auch hier genau das Beispiel, das wir bei uns erleben. Die höchste Skrupulosität berechtigterweise, ich will das deutlich machen, nur in Verteidigung der Demokratie, weil wir mit rechtsstaatlichen Maßnahmen alles, jedes Grundrecht hart gegen andere abwägen. Das grundsätzliche Prinzip, jeder Eingriff muss verhältnismäßig sein. Er muss also ständig in einem Abwägungsprozess und übrigens dann permanent nachprüfbar durch 2 und 3 Instanzen, er muss klar geregelt werden. Das hat natürlich eine ungeheure Verlangsamung der Demokratie, bringt das mit sich. Wohingegen, wie wir alle wissen, in China in einer Weise drakonisch in der Corona-Krise ganze tausendfache, 10.000, 100.000-fache Stadtviertel abgesperrt wurden, Menschen gar nicht mehr aus den Wohnungen gelassen wurden, um mit aller Brutalität diese Krise zu bekämpfen. Also genau, ich sage es mal in dem Bild, Armfreiheit, totale Armfreiheit eines Staates herrscht, während eine Demokratie sich eben immer einer Zurückhaltung befleißigen muss. Das heißt, die Stärke unserer Demokratie droht in solchen Krisensituationen voll ins Gegenteil umzuschlagen. Wenn wir andere Beispiele uns angucken, mit Blick auf die Olympiade beispielsweise oder die Energielage in China, werden ja, wie Sie alle wissen, sind riesige Umsiedlungsprogramme unter völliger Missachtung der Menschen- und Bürgerrechte vonstattengegangen, nur um Energieversorgung durch riesige Wasserwerke und dergleichen zu leisten.
Das ist bei uns alles zum Glück, sage ich bewusst, zum Glück undenkbar, und trotzdem schwächt es natürlich die Handlungsmöglichkeiten einer Demokratie. Und damit bin ich bei der letzten und vielleicht gravierendsten Ebene. Es ist leider dramatischerweise auch so, dass das, was ja uns quasi als der wichtigste Wert von Demokratien in Fleisch und Blut übergegangen ist, nämlich dass Parteien gegeneinander wettstreiten, dass sie sich in der Auseinandersetzung ablösen, dass sie Politik gegeneinander machen, dass das in den letzten 40, 50 Jahren, hart gesprochen, immer mehr zur Schwächung der alten Volksparteien geführt hat. Es ist ja nicht so, und es wäre ja schön, wenn es so wäre, dass wir es gegenwärtig mit einer irgendwie starken Regierung zu tun hätten. Wir haben es mit einer Partei als Kanzlerpartei zu tun, die 25% hinter sich gebracht hat. Das ist historisch so einzigartig und natürlich Ausdruck einer ungeheuren Schwäche der Kanzlerpartei SPD. Diese SPD hat deswegen auch, und das hat sie klar definiert, das hat sie auch gar nicht verhehlt, hat deswegen vor allem ein ganz vordringliches Ziel. Sie will unbedingt und muss es ja auch der Logik des Systems halber, sie muss und will unbedingt 2025 wiedergewählt werden. Das heißt, die intrinsische Wettbewerbslogik einer Parteiendemokratie, wo zwei unterschiedliche Lager im normalen, von uns geschätzten und auch gut zu heißenden demokratischen Wettbewerb um die Macht kämpfen, führt immer dazu, dass sehr gegenwärtige Interessen in den kurzen Legislaturperioden so vordringlich sind, dass man in Verteidigung der eigenen Macht hier, der dürftigen 25%, alles tut, diese nicht zu verlieren, und deswegen die eigentlich gravierenden Zukunftsinteressen, gerade auch einer zukünftigen Generation, und wir diskutieren ja gleich mit Herrn Kürten, der in einem Podium gleich zu dritt, diese Interessen letztlich auf der Strecke zu bleiben drohen. Denn was werden wir die nächsten Jahre erleben? Wir werden erleben, dass in dieser, ich habe es beschrieben, in dieser Dreierkonstellation vor allem die Grünen mit dem großen Anspruch auf Transformation, also auf eine langfristige Veränderung gerichteten Politik, versuchen werden zu punkten und damit einen Teil der Gesellschaft hinter sich zu versammeln. Die SPD wird versuchen, vor allem alles zu tun, damit sie in 4 Jahren wiedergewählt wird. Und das bedeutet natürlich vor allem, die Gegenwartsinteressen der Angestellten, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Deswegen ist, um es böse auszudrücken, die SPD keineswegs so unglücklich darüber, dass einer FDP ganz stark die Interessen der Industrie, des Kapitals auf ihrer Seite hat. Es gibt gewissermaßen eine unausgesprochene Arbeitsteilung, auch gerade was zum Beispiel den Schutz der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie anbelangt. Dort sind beide ganz einverstanden damit. Die einen, weil sie die Arbeitnehmerinteressen schützen wollen, die FDP, weil sie die großen Gewinne der Industrie weiter verteidigt und auch schützt, weil sie durchaus auch vor allem den besser Situierten ihre Ansprüche nicht aberkennen will. Wir haben ja beispielsweise deshalb auch eine völlige Schlagseite, was die Frage von Gerechtigkeit in dieser Regierung anbelangt. Es gibt ja bekanntermaßen keinerlei steuerliche Anfragen. Eigentlich ein Skandalon nach einer Krise wie der Corona-Krise, in der über 2 Jahre enorme Verschiebungen zugunsten der Bessersituierten vonstatten gegangen sind, wo die Grundfrage, die Gerechtigkeitsfrage, wie wird eigentlich ein Ausgleich geschaffen zwischen denen, die in der Krise noch enorm profitiert haben, auch durch Kapitalgewinne, zu denen, die die Lasten der Krise zu tragen haben. Diese Fragen werden von FDP und SPD insofern fast gemeinschaftlich beantwortet, weil das primäre Ziel ist, eine Wirtschaft, die Arbeitsplätze stiftet, am Laufen zu halten. Dass dabei die wirkliche ökologische Großfrage, wie überführen wir beispielsweise eine Automobilindustrie, von der bekanntlich große Teile der Bevölkerung abhängen und die deswegen auch so gestreichelt wird, übrigens auch unter Angela Merkel, die nie die Automobilindustrie angerührt hat. Der Verband, der Angela Merkel regelrecht jubilierend gefeiert hat, am Ende war die Automobilindustrie. Da war also Dankbarkeit, die grenzenlos war. Damit will ich sagen, außer den Grünen droht in dieser Regierung keine der beiden Parteien die Zukunftsinteressen mit großer Werbe zu transportieren, weil alle ganz kurzfristig auf das Datum 2025 fixiert sind. Und in gleichem Maße, und das macht das Fatale aus, gilt in unserer Logik das für die Opposition. Es wäre ja schön, wenn jetzt Markus Söder als der selbsterklärte Ökologe, Schützer und Freund der Bienen, grün gewandeter, der als Übergrüner der CSU Politik für das Ökologische macht, so hat er sich ja im Wahlkampf präsentiert. Es wäre ja wunderbar, wenn er jetzt plötzlich aus größerer Einsicht sagen würde, ich muss eigentlich jetzt den Grünen eher noch Dampf machen. Ich muss sie quasi noch grün übertreffen. Wir erleben natürlich genau das Gegenteil. Es ist eine intrinsische Logik der anderen Parteien, in dem Falle CDU, CSU, dass sie quasi gegen die Ambitionen der Grünen und dieser Aufbruchskonstellation voll dagegen halten werden und sagen werden, ihr werdet hier
die Kosten der gegenwärtig Lebenden maximieren. Wir erleben das Ganze beispielsweise in dem Bereich sowohl der Fleischfrage, wo ja Cem Özdemir hat ja einen völlig vernünftigen Vorschlag gemacht, indem er sagte, wir müssen endlich auch die Fleischpreise wieder so halten, dass sie die ökologische Wahrheit sagen. Sie dürfen nicht verramscht werden, die Lebensmittel, dass sofort dagegen gehalten wurde. Dass sofort, interessanterweise übrigens auch von der Linkspartei, die sagte, eine reine Luxusdiskussion. Also damit will ich sagen, es wird nicht ein Diskurs der Vernünftigkeit, sagen wir, praktiziert, sondern es wird versucht, die größten Schwachstellen aufzutun, damit man selber aus der eigenen fast maximalen Schwäche herauskommt. Also in dem Falle sowohl die CDU, die jetzt gerade, übermorgen ist der Parteitag, wo an dem Friedrich Merz wählt, die auch flehentlich versucht, sich zu erstarken, wie auch die CSU, alles tun wird, um die Schwächen dieser Koalition aufzutun. Das heißt, die eigentliche Stärke von Demokratien, nämlich im Wettstreit die beste Lösung herauszufinden, die Bevölkerung auch zu überzeugen, sie droht zu einem Übel zu werden, wenn beide Parteien nur auf den kurzfristigen Vorteil zielen. Und genau das ist meinem Eindruck die gefährliche Situation, zumal, und da wird dann das Drama quasi komplett, zumal wenn eine Regierung existiert, bei der man nicht den Eindruck haben kann, dass sie diese Leidenschaft überhaupt aufbringt und vielleicht auch gar nicht die Leidenschaft inkorporiert, an der Spitze Olaf Scholz, der bisher ja noch gar keine Anstalten gemacht hat, sich wirklich leidenschaftlich für eine große ökologische Sache beispielsweise in die Bresche zu werfen. Dass eine Regierung da ist, die gar keine Anstalten machen kann oder will, die Bevölkerung mitzunehmen. Und so habe ich den Eindruck, und das ist meine Befürchtung, dass wir auch aus intrinsischen Gründen in einer Situation sind, wo die großen Hoffnungen, die gerade eine jüngere Generation einen Regierungswechsel hatte, die wir ja auch mit einer Bewegung wie Fridays for Future als aufwachend erlebt haben, dass sie in den nächsten Jahren Gefahr laufen, gewaltig enttäuscht zu werden. Und das führt zu dem Schluss, dass wir es, wenn es alles so sich darstellt, wie ich es befürchte, dass wir es mit zwei Entwicklungen in dem Lande zu tun bekommen. Einer radikalen Polarisierung auf der rechten Seite, einem immer größeren Frustrationslevel derer, die ohnehin Abstand und zum Teil den Ausstieg von der Demokratie nehmen, also mit dem Begriff des großen Soziologen Albert Hirschman, die auf Exit setzen, die nicht sagen, wir gehen auf Voice, wir wollen unsere Stimme in der Demokratie stark machen, sondern wir steigen aus oder wir machen eine radikal antidemokratische Stimme geltend. Das sind diejenigen, die auf dem Corona-Spektrum sich als neue Staatsfeinde gerieren. Aber es droht auf der anderen Seite auch, und das ist vielleicht die noch gefährlichere Konsequenz, es droht die Frustration all derer, auch gerade der jüngeren Generation, die ungeheure Erwartungen in die neue Konstellation haben, die letztlich hoffen, dass etwas verändert wird, was ihre Zukunft sichert oder zumindest radikal zu einer besseren macht, dass sie letztlich das, die Antwort jetzt bekommen, die sie erhofft haben, die sie zum Teil gewählt haben. Wenn eine solche Enttäuschung greift, dann gibt es nur zwei Perspektiven. Dann ist es tatsächlich die Abkehr und dann möglicherweise der Ausstieg von der Demokratie. Eine Sache, die wir im Zuge der Hartz-IV-Gesetzgebung bereits bei den sozial Schwachen zum Teil erlebt haben. Da sind viele einfach aus der Demokratie ausgestiegen, die sich quasi abgewandt haben. Und dann zum Teil fatalerweise plötzlich bei den AfD-Wählerinnen und Wählern wieder aufgetaucht sind, als die plötzlich einen rechten Ton angeschlagen haben und das Ressentiment gegen die Flüchtlinge aktiviert haben. Oder wir erleben so etwas wie tatsächlich auch eine Radikalisierung, auch auf der ökologischen Seite. Und man kann leider bei Fridays for Future, es ist verständlich, man kann bereits Überlegungen hören, zum Beispiel zivilen Ungehorsam stärker auszubauen. Das sind ja Überlegungen, solange sie sich noch im demokratischen Spektrum bewegen, die man nachvollziehen kann. Weil diese junge Generation natürlich immer mehr die Frage aufwirft, was passiert eigentlich zu unseren Gunsten? Aber es kann im schlimmsten Fall auch damit einhergehen, dass die Polarisierung gegen die Demokratie zunimmt. Dass also die Versuchung des Autoritären auch in diesen Demokratien greift. Damit will ich jetzt nicht den Teufel, und ich finde es manchmal verheerend, wenn jetzt schon Phantasmen einer grünen RAF an die Wand gemalt werden, übrigens manchmal sogar von Parteigängern der ökologischen Fraktion, das halte ich für verheerend. Ich habe jetzt nicht die Sorge, dass wir jetzt plötzlich einen Ökoterrorismus erleben, aber ich befürchte durchaus, dass die Kritik an der Demokratie immer größer werden könnte und dass der Abstand immer mehr zunimmt. Und dass vor dem Hintergrund wir tatsächlich an zwei Punkten im Endeffekt zu scheitern drohen. An der Tatsache, dass die internationale Ebene derer, die sich dem demokratischen Spektrum überhaupt zugehören, immer kleiner werden und schon im Jahre 2024 mit der nächsten US-Wahl, bei der ein Donald Trump plötzlich wieder der Kandidat sein könnte. Und ich muss Ihnen gestehen, wenn ich seine Auftritte mir ansehe, man kann sie ja bereits sich vor Augen führen, dann sind die leider weit vitaler als die eines Joe Biden.
Und man kann nur hoffen, dass die Demokraten diesmal in der Lage sind, einen besseren Kandidaten aufzubieten. Also das heißt, der Schrumpfen der Demokraten im Internationalen, das Schrumpfen der demokratischen Allianz droht, auch das unmöglich zu machen, was einmal nach 89 die Hoffnung war, dass man so etwas findet wie eine Weltinnenpolitik mit einer starken UN, mit Vereinten Nationen, die in der Lage sind, vielleicht sogar die globale Klimakrise anzugehen. Also zum Beispiel gemeinschaftlich vielleicht dafür zu sorgen, dass der brasilianische Regenwald nicht immer weiter abgeholzt wird. Das ist der eine Verlust von demokratischer Regelungsfähigkeit, das Ende der Vorstellung von einer Weltinnenpolitik. Und auf der anderen Seite die Sorge, dass im Inneren, in Deutschland selber, das, was wir über die 70 Jahre als die Lehre aus der Weimarer Republik, ihrem Scheitern und der, ja, der Tragik des Nationalsozialismus und seiner ungeheuren Verbrechen, dass wir das, was wir gelernt haben, nämlich die verfassungspatriotische, demokratische Gesinnung, dass sie im Inneren deshalb erodieren könnte, weil die Demokratie das Entscheidende nicht mehr leistet, nämlich einen Output, eine Dimension, die man früher leider zu wenig bedacht hat, nämlich immer, dass die Demokratie dafür verantwortlich sein muss, auch die richtigen Lösungen auf die Herausforderungen ihrer Zeit zu geben. Wenn sie das nicht zu leisten in der Lage ist, dann befürchte ich tatsächlich, dass der Zuspruch zur Demokratie in den nächsten Jahren, in dieser so entscheidenden Dekade, eigentlich immer eher geringer wird und wir Sorge tragen müssen, ob nicht eines Tages wirklich die autoritäre Versuchung überhand nimmt. Ich danke Ihnen. Nehmen Sie das mit, genau. Gehe ich mal hier hin. Auch so nützlich, dass man dann mit der Maske kämpft und versucht für die nächste Stunde. So, jetzt haben wir es. Ja, Herr von Lucke, herzlichen Dank für den beeindruckenden Vortrag mit einem Parfumsritt über verschiedene Problemfelder, die wir heute Abend hier auf dem Podium und nachher auch mit Ihnen zusammen diskutieren wollen. Ich darf dann noch aufs Podium bitten Herrn Maximilian Kürten. Herr Kürten kommt aus Oldenburg, ist schon in seinen jungen Jahren sehr politisch interessiert und hat sich unter anderem in Oldenburg schon als Abiturient für die Initiative Simulation des Europäischen Parlaments engagiert, war auch schon verschiedentlich auf VHS-Diskussionen eingeladen und macht aktuell ein freiwilliges Jahr bei der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa in Berlin. Wir werden jetzt hier auf dem Podium zum Vortrag von Herrn von Lucke zwei, drei Fragen wechselseitig diskutieren und stellen und werden dann anschließend die Diskussion auf Sie überleitend und dann wird eine Kollegin mit einem Mikrofon zu Ihnen an den Platz kommen. Ich mache jetzt mal den Anfang, Herr von Lucke, und knüpfe mal an das an, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben und frage mal ganz provozierend zu der Konfrontation, zu der Systemkonfrontation im Kalten Krieg, diese klare Grenzziehung. Wie antworten Sie auf die Frage, hat dann sozusagen diese Systemkonfrontation die Schwäche der Demokratie übertüncht? Wir sind jetzt hier mit Handmikrofon unterwegs. Nein, es ist gut, dass Sie das nochmal vielleicht mich konkretisieren lassen. Sie hat sie nicht übertüncht, aber sie hat durch die Tatsache, dass die Demokratie eben nur in Grenzen funktionieren musste, sie hat die Möglichkeit geschaffen, dass in einer Hemisphäre die demokratischen Prinzipien unangefochten sein konnten und sie nicht quasi von außen unterwandert wurden. Diese Tatsache, und das können wir auch noch an anderen Beispielen deutlich machen, die Globalisierung war ja die große Verheißung. Aber mit dem Einbruch der Globalisierung 1989 traten sofort die Probleme wieder auf. Also wir müssen nur die 90er Jahre uns angucken, die Rückkehr des Krieges in Europa.
Die Tatsache, dass der Zerfall Jugoslawiens, wir haben es ja alle erlebt, die Balkanstaaten plötzlich wieder so etwas in die europäische Landschaft trugen, wie eine Möglichkeit des Krieges. Und auch übrigens, das darf man ja nicht verhehlen, auch dann durchaus die Überschreitung des Völkerrechts, damals aus durchaus humanitären Gründen, das war ja der Anspruch der Intervention durch Deutschland dann auch, Beteiligung von Deutschland, aber es war auch das ein Völkerrechtsbruch. Man merkte plötzlich, es kann in einer vormals gehegten westlichen Welt, in der letztlich Krieg keine Rolle mehr spielte, es kann plötzlich wieder der Krieg auftauchen. Und das setzte sich dann in den 2000ern direkt fort. Wir hatten 2001 9/11, der globale Terror war plötzlich auch als ein globales Phänomen da. Wir bekamen die globale Weltfinanzkrise 2008. Wir kriegten die Fluchtkrise 2015, also die Tatsache, dass auch die Migration, die davor, man muss es knallhart sagen, ja auch durch die brutalen Grenzen außen vor gehalten wurde. Es war nicht denkbar vor 1989, dass Flüchtlinge von Weißrussland an die polnische Grenze transportiert, gewissermaßen die westliche Asylfrage problematisieren würden. Das war ja gar nicht denkbar. Es wurde kein Asyl zwischen Ost- und Westeuropa gestellt. Das war der kalte Krieg, der eiserne Vorhang, der gewissermaßen die beiden Hemisphären hermetisch trennte. Und insofern ist mit dem Einbruch der Globalisierung plötzlich die Labilität dieser neuen globalen Welt sichtbar geworden. Und deswegen glaube ich, die Grenzenlosigkeit, die wir gegenwärtig haben, es kommt noch eine zweite Sache hin. Einerseits in räumlicher Hinsicht und die zweite Sache ist die Form der Entgrenzung der Demokratie in zeitlicher Hinsicht. Nämlich mit der Frage des Anthropozäns, mit dem Wissen darum, das wussten wir zwar eigentlich auch schon seit 1972 in gewisser Weise, die Grenzen des Wachstums, jetzt sich in diesem Jahr ein großes Datum, März 2022, 50 Jahre die ersten Debatten, Kongresse zu den Grenzen des Wachstums des Club of Rome. Aber was wir mittlerweile wissen, ist, dass wir uns in einer solchen Beschleunigung in einem Anthropozän, einer menschgemachten Klimaerwärmung befinden, die die Grenzfrage in die Zukunft, also auch als temporale formuliert. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja bereits entschieden, wir müssen auch da eine Entgrenzung, die Lebensrechte der jüngeren Menschen, sogar der noch nicht geborenen Generation mit einbeziehen. Und diese doppelte Entgrenzung, sowohl räumlicher wie zeitlicher Art, unterminiert bzw. überfordert, ganz hart überfordert Demokratien, die davor sich in einer geschlossenen Hemisphäre unter ihresgleichen wussten. Das ist der Kern, das Kernproblem, glaube ich. Ich glaube, ein sehr interessanter Aspekt, an dem, was Sie auch gerade eben nochmal wiederholt haben, ist die Überforderung. Sie nannten es gerade eine Überforderung der Demokratie. Ist es nicht auch ein ganz besonderer Aspekt, die Überforderung in der Gesellschaft selber, die Überforderung von Bevölkerungsschichten, die wir dann auch in Wahlergebnissen oder in Diskussionen sehen, weil wenn ich jetzt auch an die Generation, die jüngere Generation denke, es ist ja nicht nur das Bewusstsein, glaube ich, ist da für die Grenzen, die uns aufgezeigt werden, dass durch den Klimawandel. Und ich glaube, das sieht man auch an Fridays for Future, aber man sieht es vielleicht auch an einer erstarkenden FDP zum Beispiel in den jüngeren Wählerschichten, weil eine neue Orientierung stattfindet. Kann man da nicht, die vielleicht mehr auf Individualisierung geht, was kann man denn da für Antworten geben, wo sich Menschen halt so überfordert fühlen, obwohl sie wissen, dass diese Grenzen aufstehen? Also da ist ja ein Bewusstsein da, die Menschen verstehen ja, welche Grenzen auf uns zukommen, aber es sind nicht die Erzählungen, die Narrative da, um das in Lösungen, glaube ich, kanalisieren zu lassen. Kann das sein? Naja, zunächst mal müssen wir ja alle, ich glaube, das müssen wir uns für uns alle eingestehen. Sie sprechen davon, dass die Menschen es schon wissen und begreifen. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt alle so richtig begreifen, was gegenwärtig in einer Beschleunigung passiert. Ich kann für meinen Teil sagen, ich mache jetzt 20 Jahre diese Zeitschrift, die übrigens immer sehr den Anspruch hat, Sie haben es so schön gesagt, ja, als 128 Seiten bleibst du, aber wir wollen sehr durchaus auch begreifbar sein. Wir wollen ja die Probleme begreifbar machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, was meine tiefe Frustration wirklich auch ausmacht, ist zweierlei. Die 20 Jahre, die ich das jetzt mache, sind die Probleme, sind die Krisen alle größer geworden und keine der Krisen ist bewältigt worden. Also wir haben immer mehr Krisen, die sich regelrecht auftürmen und man nicht den Eindruck hat, dass wir überhaupt die Dimension, die Dimension wirklich immer so internalisiert haben, dass wir begreifen, wie grundlegend wir uns verändern. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn man sich bewusst macht, dass wir alle noch im letzten Jahr, vor 6 Monaten, mit den Bildern vom Ahrtal, ist gar nicht weit von meiner Heimat entfernt, also ich komme aus Ingelheim, haben Sie ja gesagt, am Rhein,
eine totale Zerstörung, die wirklich ja, wir haben es ja alle am Fernsehen gesehen, die wirklich an Kriegsbilder gemahnt. Die Leute, die da waren, ich war selber nicht da, aber haben gesagt, das ist noch viel, viel dramatischer, wenn man nur da war. Und sagten dann ja auch die Bürgermeisterin, wenn Leute Monate danach da waren, dann waren die noch entgeistert. Aber die Situation, die man direkt erlebt haben konnte, wenn man da war, die muss so dramatisch gewesen sein, dass das wirklich wie Krieg erschien. So, wir haben das alle an den Bildern gesehen. Und trotzdem ist das Land doch kollektiv in der Lage, das immer wieder sofort zu verdrängen. Also wir sind selber, da nehme ich mich übrigens auch nicht aus, die Möglichkeit und die sich immer mehr beschleunigende Wahrscheinlichkeit sogar des Eintritts von dramatischen ökologischen Katastrophen verändert nichts daran. Es ist eine richtige Schizophrenie. Erlebst du übrigens auch in Teilen der jungen Generation ganz massiv, dass man trotzdem sein alltägliches Leben in Frieden, Freuden, Eierkuchen, also ja, Sie verstehen, das ist eine Gespaltenheit. Und das ist schon erstaunlich. Daran krankt, glaube ich, auch diese Gesellschaft zutiefst. Ich würde dieser Schizophrenie, glaube ich, zustimmen. Ich glaube, das kann auch ich für meinen Teil sagen, aus der eigenen Erfahrung, wenn man dann doch mit dem Auto fährt, wenn man sagt, man will jetzt gerade schneller da sein oder man will das jetzt gerade machen. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es ja eigentlich Lösungen darauf geben muss, auch auf einer diskursiven Ebene, dass man diese zum Beispiel die Katastrophe dann im Ahrtal, dass die eben auch zum besseren Verständnis genutzt werden kann, um halt diese Grenzen aufzuzeigen. Warum schafft die Politik, warum schafft es die Wissenschaft nicht, anhand solcher Realitäten, an solcher Lebenswirklichkeiten auch einen Imperativ zu setzen, um zu sagen, okay, wir müssen uns ändern, wir müssen etwas ändern. Ja, um zwei Sachen ganz knallhart zu sagen. Erstens, weil es tatsächlich ganz gravierende Veränderungen im alltäglichen Leben bedeuten würde, um es ganz konkret zu sagen. Wenn Sie sich nur angucken, wie schnell in der Debatte um die Tatsache, dass jetzt gegenwärtig die Heizkosten explodieren, das werden wir übrigens Anfang des nächsten Jahres, wenn wir unsere Heizkostenrechnung bekommen, alle dramatisch erleben. Ich weiß nicht, die kommt ja meistens wohl im März oder sowas. Ne? Also ich weiß nicht, wann kommt sie genauso. Da werden wir uns alle noch gewaltig wundern. Das wird einen totalen Backlash erzeugen, weil große Teile der Politik daraufhin, also die Opposition zuallererst, sagen wird, jetzt müssen wir unbedingt sehen, dass wir die Heizkostenerhöhung aus ökologischer Hinsicht, die ja zum Teil bezweckt wird, damit man auch umsteigt auf nachhaltige Energie. Wir müssen das sofort zurücknehmen. Es gibt also eine Dominanz der Gegenwartsinteressen, die so groß ist, übrigens auch, weil es ja tatsächlich eine gewaltige Kluft gibt in der Gesellschaft. Es gibt große Teile der Gesellschaft, die darunter echt zu leiden hätten, wenn die Energiekosten explodieren. Und wenn dann eine Politik wiederum so wenig mutig ist, wie es gerade zum Beispiel auch die Ampel ja keineswegs ist, sie ist ja in dem Punkt nicht mutig, dass sie sagt, dann lasst uns doch wenigstens eine größere Umverteilung praktizieren, dann müssen wir auch die starken Schultern mehr rannehmen. Wenn das nicht passiert, werden natürlich erhebliche Teile der Gesellschaft aufschreien und sagen, so, ich will wenigstens eine warme Bude haben. Es gibt diesen bösen Satz, der aber eine gewisse Berechtigung hat. Es gibt einen harten Riss in der Gesellschaft zwischen denen, die mehr Angst vor dem Ende des Monats haben, ja, als vor dem, hart gesprochen, dem Untergang der Welt und den anderen, für die das Ende des Monats gar kein Problem ist, weil sie immer genug auf dem Konto haben. Das muss man erstens im Blick haben. Und das Zweite ist noch was viel Gemeineres. Es ist ja leider trotzdem, und das ist der Angriffspunkt der Populisten und auch der AfD-Zyniker oder auch meinetwegen auch nur der Zyniker der alten weißen Männer. Es gibt ja zum Teil auch eine Schicht, ja, ich sag's mal ganz ehrlich, deswegen ist es manchmal auch so dramatisch, es ist schön, dass auch hier etliche Junge sind. Eigentlich sind diese Fragen ja viel mehr die der Jungen, weil bei Umfragen kommt raus, deswegen ist es umso toller, dass immer wieder auch noch viele Ältere kommen. Ich finde das auch großartig. Ihr merkt immer wieder, die Politisierten sind, das müssen Sie Ihrer Generation immer wieder sagen, die Politisierten sind, das erlebe ich bei jeder Veranstaltung. Gestern in Emden genauso. Es sind meistens die im Zuge von 68 Politisierten, die immer noch zu solchen Veranstaltungen kommen. Die junge Generation politisiert sich vielleicht auch anders, aber sie sollten auch mehr. Diese Sachen, nicht zur Veranstaltung. Sie sind ja großartig, ja, sie gehen da nicht hin. Aber trotzdem ist es natürlich ihr Thema, weil, wenn man Umfragen Glauben schenken darf, dann sagen Ältere, in dem Wissen darum, dass sie vielleicht noch 20 Jahre zu leben haben, sie sagen knallhart nein, ich bin auch nicht unbedingt bereit, meine Gegenwartsinteressen den Zukunftsinteressen der Jüngeren zu opfern. Das sagen übrigens selbst Leute, die Kinder, die Nachkommen haben. Und jetzt kommt was noch, und da spielt dann der Zynismus einer AfD rein, der leider eine Berechtigung hat. Die Argumentation, ich sag's mal, der harten, gar nicht Klimaleugner, aber der Klimapolitikkritiker, die ist die, dass sie immer brutal darauf abstellen, dass sie sagen, ohne eine internationale Lösung, ohne eine Lösung mit anderen Staaten, ohne zum Beispiel auch die Lösung der Brasilien-Frage, dass dort der Regenwald nicht immer geschlagen wird, können wir machen, so viel wir wollen. Das ist leider natürlich in einem gewissen Maß
nicht völlig falsch. Also die Tatsache, dass so viel wir hier machen, und ich bin der Meinung, absolut machen sollten, ich würde die Leute auch nicht davonkommen lassen, weil wir sind zuallererst gehalten, endlich was zu ändern, weil wir seit 200 Jahren vom fossilistischen Fortschritt profitieren, auch unter Ausbeutung der Ressourcen. Aber dieses Gegenargument, was nutzt das denn, ist ganz schwer natürlich zu entkräften. Das heißt, dieser realpolitische Zynismus, der schlägt auch zu. Ich würde nochmal auf das Stichwort starke Schultern zurückkommen, das Sie gerade mit erwähnt haben. Und eine Sache, die wir ja, ich sag mal, in unserer Gesellschaft auch wahrnehmen, ist nicht nur die politische Polarisierung, sondern auch das Auseinanderdriften, wird ja immer gesagt, zwischen Arm und Reich. Da jetzt mal die Frage, fehlt es der Politik an Esprit oder an Mut, über ein neues Lastenausgleichsgesetz nachzudenken? Denn das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so will, ein gesellschaftspolitischer Entwurf, um für bestimmte Aufgaben Dinge, Mittel zu mobilisieren. Absolut. Ich bin schon lange der Meinung, dass gerade im Fall von Corona das absolut an der Zeit wäre. Ist eigentlich auch erstaunlich. Ich will das mal aufnehmen. Wir haben ja eine große Debatte, die ich auch für berechtigt halte, dass zum Beispiel Impfen auch eine Solidaritätsfrage ist. Solidarität, die Impffrage, ich fand so bemerkenswert, Sarah Wagenknecht, die sich ja für eine große Linke hält, ja, hat sich ja mal in eine Talkshow gesetzt, ist ungeimpft, kann man machen, man muss ja nicht geimpft sein, aber dann muss man auch vielleicht sich nicht unbedingt offensiv in eine Talkshow setzen, aber da hat sie mit einer großen Werbe gesagt, mit Solidarität hat das überhaupt nichts zu tun, ob ich mich impfen lasse. Wenn wir natürlich wissen, dass in dieser Gesellschaft, gerade auch, das wird ja noch immer die Omikron-Krise beweisen, möglicherweise die Zahl der dann krank werdenden, ob der Nichtimpfung immer größer wird, sodass letztlich, wie jetzt schon der Fall ist, Behandlungen aufgeschoben werden müssen, gar nicht getätigt werden können, die eigentlich auch dringlich sind, ob es Krebsbehandlungen sind, viele andere, dann ist das natürlich eine Solidaritätsfrage. Aber es ist natürlich auch eine Solidaritätsfrage, wie sich in einer solchen zweijährigen Krisensituation, wo einzelne Schultern natürlich eben große Gewinne gemacht haben. Wir haben gerade die Oxfam-Ergebnisse. Oxfam hat bewiesen, dass also gerade die Milliardärseinkommen in den letzten zwei Jahren nochmal massiv zugelegt haben. Also auch die Aktien natürlich der Digitalkonzerne an Wert ungemein gewonnen haben, weil das die großen Profiteure waren. Dass in einer solchen Krisensituation die Politik so schwach ist, man muss sich das auch bewusst machen, immer wieder maximale Schulden aufzunehmen. Das sehe ich als eine Schwäche der Politik. Sie ist ja immer wieder bereit, wie zu sagen, wir legen riesige Schuldenprogramme auf. Wir verschulden uns, wir müssen, also Schulden kosten ja auch nichts. Wir kriegen zwar ja keine Zinsen, das ist immer ein sehr probates Mittel. Wir verschulden uns, was aber auch bedeutet, wir verschulden uns in die Zukunft, weil wir müssen dann durch Wachstum ja die Schuldungen wieder abtragen. Ist auch eine Belastung der Jüngeren. Aber nie die Frage auftaucht, ist in einer solchen gesellschaftlichen Notsituation, existenzieller Art, wie wir sie alle doch für 70 Jahre nicht erlebt haben, ist nicht die Reichtumsfrage dann auch mal aufzuwerfen? Ist nicht mal, und damit meine ich gar nicht nur, das ist mir zu platt, wenn da die Linkspartei oder andere sagen würden, ja, das geht dann nur an die Milliardäre. Es geht, glaube ich, um die grundsätzlichere Frage. Ist in einer solchen Situation nicht an weit größere Teile, und damit nehme ich auch selbst mich und andere nicht aus, denen es weit, weit besser geht, die auch den Job ja noch haben, die nicht nur Einbußen hatten, ohne dass ich ein Großverdiener wäre, dass nicht ein falscher Eindruck einsteht. Aber trotzdem, es Menschen gibt, die nicht ganz schwach sind. Müsste da nicht ein solidarischer Angang da sein, zumal unter dann auch einer sozialdemokratischen Führerschaft, der deutlich macht, ja, es könnte auch mal so etwas geben wie eine Umverteilung der gegenwärtig Lebenden. Und Sie sagen das völlig zu Recht, der Lastenausgleich nach dem Krieg, natürlich ist der Krieg nochmal eine Sondersituation. Wir leben nicht in zerbombten Zeiten. Aber ich empfinde es manchmal schon als eine große Diskrepanz, dass diese Gesellschaft in Teilen immer so weiterlebt, auch auf einem sehr hohen Level. Es taucht ja nie die Frage auf, müssten wir nicht vielleicht doch mal Abstriche machen? Haben wir nicht all die Jahre jetzt so gut gelebt? Und sollten wir jetzt nicht sagen, wir sind in einer Notlage, wir machen einen Notgroschen für den Staat, was salopp gesagt. Ja? Oder wie, kann mich noch reden, ich war großer Briefmarkensammler, es gab doch immer das Notopfer, können Sie sich erinnern, so ein Pfennig, der dann für Berlin auch, also das ist jetzt nicht der Vergleich, aber ja, ich finde schon der Meinung, es müsste sich die Politik, und das war ja Ihre Frage, so mutig sein, um mal zu fragen, müsste da nicht mehr passieren. Letzte Sache, es könnten auch mal die besonders gut Situierten vorangehen. Ich fand das so lustig, heute, der Großdenker, wird ja als solcher gehalten, Herr Jauch ist ja, seitdem er das da, wie heißt seine Sendung da? Wer wird Millionär? Genau, seitdem, wie heißt er damit vorname eigentlich nochmal? Günther, genau, Günther, der große Günther, Potsdam. So, Günther Jauch, Förderer Potsdam, große Sache. Aber Günther Jauch wurde heute zitiert, ich habe, also für
Für Nicht-Geimpfte habe ich überhaupt kein Verständnis. Da habe ich auch gedacht, ist ja schön, ich bin natürlich auch geimpft, ich fände es auch schöner, wenn sich alle impfen würden. Ich habe trotzdem ein gewisses Restverständnis, wenn Menschen große Unbehagen haben, habe ich. Ich bin also deswegen nicht der Meinung, jeder, der nicht geimpft ist, den werde ich sofort verunimpfen. Aber es grundiert ja auf der Solidaritätsfrage. Da habe ich mich gefragt, warum gibt es nicht eine große Kampagne der wirklich richtig gut Situierten oder derer, die wirklich mal vortreten und sagen, so, wir müssen genau diesen Lastenausgleich propagieren. Wir sind die Starken in dieser Gesellschaft. Das könnte man vielleicht auch als Gesellschaft initiieren. Denn das ist mein Hauptpunkt. Das will ich nochmal sehr deutlich machen. Die Politik, das dürfen wir nie unterschätzen. Vielleicht muss ich das nochmal sehr deutlich machen. Die Politik ist viel schwächer, als wir es alle glauben. Die Politik ist in einer Gesellschaft medial unter Druck. Sie haben keine Vorstellung, mit welchen Methoden die Boulevardpresse, die Bild-Zeitung, um es deutlich auszusprechen, operiert. Das ist eine solche Macht, es ist kein Zufall, dass Kanzler Schröder sagte, ich regiere mit Bild, Bams und Glotze. Der wusste genau, welche Kanäle er braucht zu dem Zeitpunkt und die Bild-Zeitung ist nicht schwächer geworden. Die macht mittlerweile mit Bild Live einen eigenen Fernsehkanal. Die Politik wird mittlerweile aber auch durch die digitalen Medien, die vermeintlich sozialen Medien, die eigentlich eher asoziale Medien sind, unter Druck gesetzt. Eine unwahrscheinliche Hetzkampagne, die Politiker ja an die Wand stellt regelrecht. Politiker im Osten beispielsweise trauen sich gar nicht mehr, sich zur Wahl zu stellen, weil sie, ich habe es gesagt, so unter Druck gesetzt sind. Das heißt, der Druck der Politik ist viel größer, als wir es uns vorstellen. Die tagtäglichen demografischen Umfragen, demoskopischen Umfragen, setzen die Politiker immens unter Druck. Und damit will ich sagen, es ist momentan so, und die Corona-Krise zeigt das exemplarisch, wenn die Gesellschaft bei der Frage der Impfung nicht mitspielt, sich eben nicht impfen lässt, dann ist die Politik regelrecht hilflos. Und das zeigt, wir müssen, glaube ich, auch mehr Verständnis für die Schwäche der Politik entwickeln. Das trifft übrigens auch zuallererst Journalisten, die manchmal auch besonders radikal urteilen. Ich nehme mich da nicht aus oder hart sind in der Beurteilung von einzelnen Politikern ihrer Fehler. Aber man muss da, glaube ich, weit mehr erstmal Respekt haben und sogar auch Respekt davor vor den Leuten, die überhaupt noch in die Politik gehen. Das ist, glaube ich, ein Grundphänomen. Und die Unterstützung aus der Gesellschaft für die Politik muss eigentlich größer werden. Ich glaube, da ist die Impfpflicht nochmal sehr interessant in dem Punkt. Sie haben ja vorhin auch darüber gesprochen, ich nenne sie jetzt mal die parlamentarische Impfpflicht, also die Impfpflicht, die parlamentarisch über diese Gruppen aus dem Parlament heraus resultieren soll. Kann man nicht diese parlamentarische Impfpflicht in der Hinsicht jetzt als eine Art Zugeständnis der Politik ihrer eigenen Schwäche sehen, die auch in dem Bewusstsein kommt, wir wissen, dass dieses Thema in der Bevölkerung sehr hoch diskutiert ist und deswegen müssen wir es ans Parlament sozusagen, an die Stimme des Volkes geben, um diese Diskussion auch öffentlich zu führen. Ich erinnere mich da jetzt, ich weiß nicht, ob Sie Instagram haben, folgen Sie gerne Frank-Walter Steinmeier auf Instagram, unserem Bundespräsidenten, das ist teilweise sehr interessant. Der hatte zum Beispiel in letzter Zeit mehrfach Diskussionsrunden im Schloss Bellevue organisiert, wo genau diese Menschen, die halt sehr unterschiedliche Meinungen zur Impfpflicht, ob positiv oder negativ, gar nicht geimpft, die eingeladen hat und die haben darüber diskutiert. Heißt, diese Diskussion, die in der Bevölkerung existiert, wird ins Parlament gebracht. Ich glaube, und wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass das medial schlecht wiedergegeben wurde. Sie haben auch vorhin darüber gesprochen, warum man das macht. Aber man kann es doch sicherlich auch in einem sehr positiven demokratischen Licht sehen, weil es eben auch eine Chance ist, demokratische Diskussionen wieder in der Öffentlichkeit zu führen und in der Öffentlichkeit auszuhandeln. Das kann man mit sehr gutmeinender Haltung so sehen. Wenn man aber es mal leider runterbricht, dann wird man feststellen, dass andere Motive entscheidend waren. Das ist das Problem. Scholz und die ganze Ampelkoalition will das ja genauso darstellen. Es wird eine Parallele gezogen zu den großen Lebensdiskussionen, so kann man es nennen. Gentechnik, die Debatten um Ende des Lebens, also Sterbehilfe. Das sind Debatten gewesen, die immer freigestellt wurden. Gewissensentscheidungsdebatten, kann man so sehen. Aber das Problem ist leider ein anderes. In einer Situation, wo die Frage der Impfpflicht mehr ist als nur Gewissensentscheidung. Es geht wirklich darum, das Land wieder überhaupt, nennen wir es regierbar oder überhaupt manövrierbar zu machen. Ist es natürlich auch eine Führungsfrage. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dann wird man als das eigentliche Motiv ausmachen müssen, dass die Regierung ihre Mehrheit nicht hat. Hätte Olaf Scholz die Kanzlermehrheit, wäre es leider nicht so, dass der einzige Antrag, das ist ja die Paradoxie, der einzige Antrag, der bisher aus den Reihen der Regierung kommt, der von Herrn Kubicki ist,
der nämlich sagt, ich werde beileibe nicht zustimmen. Die einzigen Truppen, die bereits stehen aus dem Kreis der Regierung, aus der Ampel, sind die, die sagen, es gibt mit uns auf keinen Fall eine Impfung. Ich bin dagegen, fundamental. So, das zeigt, dass es überhaupt keine klare Meinungsbildung in der Regierung gibt, Art 1, und auch kein sicheres Wissen darum, ob man es durchbekommt. Und das ist natürlich bei einer so kardinalen Frage, der ersten Frage, wo ein Kanzler auch eine gewisse Führungsfähigkeit beweisen muss, ist das katastrophal. Ich will es auch mal deutlich machen. Wie stellen wir uns denn diese Debatte im Bundestag dann vor? Machen wir es so mal, stellen wir uns mal vor, gehen wir es mal durch. Soll das dann so sein, dass dann die Stimmen aus dem Bundestag kommen und dann sitzt der Kanzler Olaf Scholz daneben und nickt beifällig zu allen Anträgen und dann sagt er irgendwann, hier, der Abgeordnete Scholz stellt sich auch dazu, ist eine absurde Vorstellung. Olaf Scholz muss natürlich, so stelle ich mir jedenfalls diese Regierung vor, wenn er der Meinung ist, oder überhaupt diesen Kanzler vor, dass wenn er der Meinung ist, ich habe, und er hat klar gesagt, ich bin dafür, dann muss er sich doch auch klar zu einem Antrag bekennen. Er muss ihn dann meines Erachtens auch federführend durchsetzen. Und da läge natürlich dann die Frage schon sehr nahe, ja, dann hätte er auch von Regierungswegen unter normalen Voraussetzungen den Antrag selber stellen können. Nein, es ist also von daher Ausdruck einer völligen Ratlosigkeit und einer Hilflosigkeit, und das ist das Problem, auch aus dem Umstand heraus, dass es natürlich ganz ungeheuer dumm war, mit dieser Kardinalaussage zu sagen, wir wollen, ich werde diese Umpflicht durchsetzen. Er ist doch selber, ich bin absolut überzeugt, er hat sich total verrannt, er ist völlig selber unsicher, wie sollte er auch sicher sein als wir alle, ist kein Übermensch, er hat genauso die gleichen Probleme, er ist völlig im Unklaren und er weiß nicht, wie er mit der Sache zu Rande kommt. Und deswegen entzieht er sich. Und deswegen ist diese Argumentation von Ihnen, ich kann das nachvollziehen, aber sie trifft die Sache nicht. Und das ist schade, weil ich glaube tatsächlich, eigentlich wäre es ja eine gute Erzählung. Es wäre eine sehr, sehr gute Erzählung, ja, die an der Realität scheitert. Aber Erzählung ist eben ein sehr unpolitischer Begriff. Es kommt in der Politik nicht auf Erzählung an. Ich befürchte, es kommt wirklich auch auf Führungsfähigkeit an. Es kommt auf die Überzeugungskraft an. Und wenn du schon quasi bei der ersten großen Frage, die das Land für das nächste Jahr, vielleicht so ist ja die Sorge, wieder lahmlegt, wenn du da keine Führungswilligkeit oder Überzeugungswilligkeit an den Tag legst, dann weiß ich nicht recht. Ich will mal ein anderes Beispiel geben. Es war die Kampagne um die deutsche Feldheimsein, die wird Ihnen wahrscheinlich allen so gehen, die wichtigste offene Debatte, an die ich mich erinnern kann, die wirklich, da waren Sie noch zu jung, wenn ich das jetzt sagen darf, so war es, aber vielleicht, die kennen Sie bestimmt trotzdem auch, die uns alle gefesselt hat, war die Debatte um die Hauptstadt. Da können Sie sich sicher auch noch, wir können es ja alle dran erinnern, die riesige Debatte Bonn oder Berlin. Eine irre Debatte, lohnt sich übrigens wirklich wahnsinnig, war auch gerade vor kurzem, war das schon fast 30 Jahre, ja, weil der wird bald 30 Jahre, das war glaube ich 92 oder sowas. So, eine riesen Debatte, oder war es sogar 90, ich weiß es gar nicht, war ja früher, kann auch 91 wahrscheinlich, oder 91, weiß es jemand? Ich habe kein Handy, aber ist egal. Jedenfalls war es war eine ungeheure Debatte, bei der letztlich, aber trotzdem, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die Leute, die wirklich Überzeugungskraft hatten, sich dann auch in die Bütt gegeben haben. Das hat also dann Willy Brandt, will ich daran erinnern, Wolfgang Schäuble, das war hoch beeindruckend, ja, der damals auch schon im Rollstuhl, ja, aber eben sich für, und Schäuble war ganz, ganz entscheidend für Berlin, ja, das war eine Auseinandersetzung, da ging es wirklich um, ich sag mal ganz mit dem großen Kohlwort, es ging um geistig-moralische Führung. Und da bin ich gespannt, ob Olaf Scholz, der dann ja wohl doch antreten wird müssen, wenn er denn die Impfpflicht wie er das schafft. Ja, das ist spannend. Herr von Lucke, vielleicht nochmal mit dem, was Sie vorhin über die USA gesagt haben. Und es gibt ja in immer engerer Taktung auch in den öffentlich-rechtlichen Medien Dokumentationen, wie sieht es da zurzeit aus mit der gesellschaftlichen Polarisierung und dem, was man da vielleicht für die nächste Präsidentenwahl zu erwarten hat. Man wird ja auch vielfach immer gesagt, so das, was die Entwicklung in den USA ist, letztendlich das, was in 5 bis 10 Jahren auch bei uns ankommt. Wenn man das mal auf diese politischen Verhältnisse übersetzt und das, was wir auch aktuell erleben, durch die sogenannten Spaziergänge, durch Aufmärsche vor Politikerhäusern, vor Ministerhäusern, Fackelläufe, wie ist da Ihre Einschätzung unter diesem Thema Ihres heutigen Vortrages? Also zum einen habe ich immer noch die große Hoffnung, dass diese Polarisierung in der Dramatik dann doch nicht der Vorschein dessen ist, was wir bekommen. Das ist, hoffe ich, wirklich inständig, weil ich mir übrigens auch nie in der Dramatik wie in den USA hätte vorstellen können. Auch die Amerikaner, meine Freunde, die in den USA leben, sind auch völlig entgeistert. Also wie da, und gerade das Beispiel Trump zeigt es ja, wie da mittlerweile der Glaube an die große Lüge, das ist ja seine Erzählung, beziehungsweise die große Lüge, so wird es überschrieben, er arbeitet mit der großen Lüge, der Glaube daran, dass ihm diese Wahl gestohlen wurde,
einen so großen Teil seiner Anhängerschaft, aber auch der Republikaner voll beseelt. Der also quasi wirklich eine Basis, und das dürfen wir uns als die allergrößte Dramatik vorstellen, also eine Basis zwischen zwei Parteien, die vor Jahren noch miteinander umgehen konnten, wo auch Kommunikation noch stattfand zwischen denen. Also demokratische Abkömmlinge oder Kinder auch mal einen Republikaner geheiratet haben. Das geht in einen Zustand totaler Verfeindung über. Das ist also ein Zustand, wo dann wirklich, das ist dann, wir sprachen von Weimar, also das ist dann wirklich eine Situation, wo man Angst haben muss, dass tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände eintreten. Ich habe gerade die Ankündigung heute eines Buches gelesen, ich will das jetzt nicht an die Wand schmalen, da malt aber ein junger Politologe in den USA, Amerikaner, malt aus, dass also wirklich wieder bürgerkriegsähnliche Zustände greifen können. Es ist ja wirklich auch die Form, das Fatale, nicht? Wenn man so, früher hat man ja vielleicht noch nicht schmunzeln können, das immer nicht, aber man dachte, naja, das sind ja Verrückte mit ihrem Waffenkult. Naja, ist ja so, ne? Rifle Association, wie die Truppen da heißen. Mit diesem einen komischen Westernhelden war doch immer der Vorsitzende. Ich weiß nicht, wie können Sie den Namen? Ich weiß nicht, was war einer, so ein irrer Westernheld, der da immer der Vorsitzende war. Da dachte man, ist ja merkwürdig. Aber mittlerweile sind das alles Zivilarmeen. Ja, die haben ihre Waffen und da ist eine Bereitschaft, die Waffen auch wirklich heiß gewissermaßen. Also damit will ich sagen, ich will mir das gar nicht vorstellen, dass zweierlei Komponenten bei uns auch greifen können. Erstens haben wir zum Glück wohl nicht diese Militarisierungstradition, auch diese Autonomie, das ist ja nochmal ein besonderer amerikanischer Zug, wir sind so staatsfeindlich per se, wir wollen mit dem Staat nichts zu tun haben. Die gab es bei den Republikanern schon lange in neoliberaler Hinsicht, also starve the beast, mach also das Biest, der Staat, mach ihn tot, also das war ja immer schon die Tradition, aber jetzt geht es auch darum, wir halten uns so fern vom Staat, das gibt es bei uns ja in der Weise nicht. Aber die zweite, und da ist es so schlimm, da sehe ich das Überschwappen wirklich, dass sie ausmalen, ich hätte mir auch nicht träumen können, das muss ich wirklich sagen, dass in Deutschland eine solche Verschwörungstheorie wie beispielsweise QAnon, diese Idee, dass hinter der großen Corona-Geschichte Politiker stecken, die das Blut von Kindern trinken. Das ist ja diese QAnon-Idee oder dieses Chippen, das dann noch fast so human erscheint. Ne? Also es werden alles irgendwie über diese Impfung werden uns Chips geimplantiert und uns alle von Gates ferngestellt. Das ist ja etwas, was so den Boden des Rationalen verlässt, wenn das in dem Zuge der Abkehr von der Demokratie und am Zweifel immer mehr wächst und zunimmt und auch die Vorstellung immer mehr zunimmt, wir werden hier regelrecht vom Staat vergewaltigt und dann, denn das findet in den USA statt, das Recht zum Widerstand praktiziert wird. Das haben wir zum Teil, wenn ich daran erinnere, wie am Anfang in die Corona-Maßnahmen ganz früh schon von jemandem wie Ken Jebsen, der momentan zum Glück gar nicht so viel macht, als Aufruf an Artikel 20 Absatz 2, der Einzelne hat das Recht zum Widerstand, wenn der Staat ihm etwas zumutet, was nicht zumutbar ist. Das ist eine Befürchtung, die ich echt habe. Also da glaube ich schon, dass es, und deswegen habe ich auch so viel Sorge davor, dass diese Impfpflichtdebatte sogar Leute, die eigentlich gar nicht so feindlich dem Staat gegenüberstehen, dass es sie in eine gewisse zunehmende Staatsfeindschaft treibt. Und das ist natürlich ein Andockpunkt, wo richtige Antidemokraten total anknüpfen können. Das ist zwar noch nicht, zum Glück, ich glaube, wir sind noch nicht in amerikanischen Verhältnissen, ich glaube auch nicht, ich sehe auch nicht, dass wir übrigens, wir haben ja auch nicht die Trump'sche Linie, wir haben ja zum Glück, sage ich ganz bewusst zum Glück, nicht eine rechtsextreme Partei, die nur annähernd so stark wäre, wie die Bewegung in den USA. Da ist die USA, sind die schon also erschreckend weit enteilt. Aber diese Rationalitätsfeindschaft, das Verlassen des Bodens, der Erkenntnisse, das ist dramatisch. Das ist meine größte Sorge. Ja, meine Damen und Herren, das war sozusagen der Auftakt der Diskussion hier auf dem Podium. Jetzt sind Sie sozusagen gefragt, vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutiert haben und vor allem den Dingen, die Herr von Lucke in seinem Vortrag ausgeführt hat, welche Fragen darf Herr von Lucke Ihnen beantworten? In der letzten Reihe haben wir eine Wortmeldung. Dort kommt dann gleich das Mikrofon an. Ja, danke sehr. Guten Abend, Herr von Lucke, Patrick Marquardt, mein Name. Und ich hätte zwei Fragen. Vielleicht die erste ganz kurz, eigentlich nur eine Ja- oder Nein-Frage. Glauben Sie, dass die europäischen Demokratien überlebensfähig sind ohne den Schutzschild einer amerikanischen Demokratie? Mikrofon. Ich kann das nicht nur mit Ja und Nein beantworten, weil ich ja beantworten muss, worauf es sich bezieht.
Also wenn Sie damit meinen, so um das vielleicht für mich verständlich zu machen, wenn Sie damit meinen, weil Sie von Schutz der amerikanischen Demokratie sprechen, sind die europäischen Demokratien verteidigungsfähig? Verstehe ich das richtig, zum Beispiel auch mit Blick auf Russland, oder was meinen Sie damit? Ja, verstehe ich das richtig? Dann hoffe ich noch immer, das sage ich ganz ehrlich, es ist ja schon verrückt, dass man sich diese Frage überhaupt stellen muss. Da sehen Sie übrigens, wie dramatisch die Situation sich verändert. Und für die Ukraine hat sie sich so verändert. Ja, das ist ganz klar. Die Ukraine muss die Angst haben, dass binnen Stunden dort große Truppenbestände einmarschieren. Aber jetzt muss man mal ganz hart formulieren. Wir haben wahrscheinlich das große Glück, hoffe ich jedenfalls, dass die Ukraine vielleicht noch beeinträchtigt wird, aber Polen schon nicht mehr. Also will sagen, ja, ich glaube, ich mache mir die Vorstellung gar nicht, dass die Expansionslustigkeit weitergeht. Das würde ich gar nicht annehmen. Also insofern glaube ich gar nicht, aber Sie werfen eine trotzdem absolut entscheidende Frage auf. Und das ist wirklich absolut entscheidend. Es geht eben über die Frage der Verteidigungsfähigkeit hinaus, aber sie betrifft es auch. Wenn wir uns bewusst machen, dass schon in 4 Jahren, oder in 3 Jahren sind es nur noch, 2,5 sogar nur noch, dass in 2,5 Jahren wieder ein Donald Trump oder ein Mann seines Typus an der Macht in den USA ist, dann ist die Frage natürlich der Selbstermächtigung und auch der militärischen, ist total virulent. Also das muss man sich bewusst machen. Und trotzdem glaube ich nicht, hoffe ich jedenfalls nicht, dass wir jemals wieder vor die Frage gestellt sind, werden wir hier überrollt? Das glaube ich auch nach wie vor da nicht. Ja. Aber Sie hatten noch eine Frage. Mhm. Die zweite Frage, die ich hatte, Sie haben angefangen relativ früh in Ihrem Vortrag mit dem Verfassungspatriotismus. Mhm. Und Sie sind auch gerade in Ihrem letzten Redebeitrag, also vor meiner Frage noch, eigentlich schon gut auf das gekommen, was ich fragen wollte. Weil wir haben ja das Grundgesetz, auch historisch vollkommen richtig, konzipiert als eine Wertordnung. Dort sind einfach Werte vorgegeben. Und jetzt ist aber das Problem, wenn wir uns die Querdenker beispielsweise anschauen, dann stehen dort die Leute und benutzen das Grundgesetz als Waffe gegen die grundgesetzliche Ordnung. Dann wird gesagt, ich bin jetzt gegen die Impfung, weil ich muss jetzt die Würde des Menschen verteidigen, Artikel 1 Grundgesetz. Wie können wir mit solchen Leuten umgehen? Ja, das ist brillant, die Frage, genau. Und das ist leider auch ein großes Problem. Wir müssen ja, und deswegen ist es auch sehr schwierig, wir müssen ja selbst, wenn wir da große Schwierigkeiten haben, ich habe einmal mit einer echten Impfgegnerin diskutiert. Das war ganz am Anfang, schon sehr früh, vor 1,5 Jahren. Die ist mittlerweile in die Schweiz gezogen, muss ich mir vorstellen. Die ist in die Schweiz gezogen. Und jetzt sage ich, was noch paradoxer ist. Das war eine Juristin. Das war eine Juristin, die aber wirklich voll der Meinung war, im Sinne wirklich der absoluten Verschwörungstheorie, da steckt jetzt eine Ideologie dahinter, die uns alle zwangsimpft, ich will gar nicht wissen, was die sich noch alles weiter, aber das war absolut in diesem Ken Jebsen-Vorstellung. Und dann landete sie dann eben genau an dem Punkt, jetzt habe ich, genau wie Sie ja auch evozieren, das geht ins tiefste Mark, es betrifft zutiefst das Menschenrecht, und Jebsen geht dann eben so noch weiter, und diese Leute, ja, dann haben wir das Recht zum Widerstand. So, ich wäre schon der Meinung, und deswegen habe ich das auch nochmal ausdrücklich gesagt, deswegen ärgerte mich auch ein bisschen dieses Wort von Jauch so rausgeknallt, ich habe überhaupt kein Verständnis für die Impfgegner. Naja, wir müssen natürlich, auch weil es unser Grundgesetz verlangt, wir müssen erstmal auch einen Respekt gegenüber der Wertentscheidung haben, dass jeder Mensch ein hohes Interesse daran haben kann, die körperliche Unversehrtheit zu verteidigen. Also um es auch mal sehr konkret zu machen, wenn ich es mal so beschreibe, wenn ein Impfgegner für sich entscheidet, ich ziehe mich total aus dem Leben zurück, ich wandere ins tiefste Brandenburg aus und ich praktiziere keinen Umgang mehr mit anderen Menschen dieser Gesellschaft, dann nimmt er sich quasi als Gefahrenfaktor aus der Gesellschaft, dann habe ich große Schwierigkeiten, ihm zu sagen, du musst dich jetzt aber impfen. So. Ja, Sie wissen, was ich meine. Also wir müssen schon auch leider bei allem, wo mir denn die Hutschnur auch wieder hochgeht, weil mich es dann besonders ärgert, wenn eben gerade wie so eine Wagenknecht sagt, es hat überhaupt mit Solidarität gar nichts zu tun. Wir müssen die Grundwerte nehmen, das ist ja unser Anspruch, wir müssen erstmal die Grundrechte total ernst nehmen. China muss das nicht, weil es sie gar nicht gibt. Der chinesische Staat in Allmacht, ihr seid ganz klein, ihr spielt keine Rolle, es geht nur die Volksgesundheit vor. Das können wir nicht. Das höchste Gut, was wir, und das ist genau, das ist auch danke, dass Sie das fragen, das war immer die Konsequenz aus dem Nationalsozialismus, das höchste Gut, Verfassungspatriotismus, sind die Menschenrechte. Artikel 1 bis 20, das haben wir, sind vielleicht ja auch ist, haben wir von Anfang an gelernt, wenn es etwas anzuerkennen gilt, dann ist es das Menschenrecht. Und deswegen müssen wir natürlich auch den Impfgegner erstmal ernst nehmen, indem er sagt, ihr müsst mir schon erklären, mit welchem Recht ihr da einführt. Und deswegen sind wir ja auch, deswegen kommt es, wir sind ja auch so skrupulös. Es ist ja eine knallharte Problematik,
diesen Eingriff zu rechtfertigen. Deswegen werden wir irre Urteile bekommen. Es wird richtig hart, es wird eine große, gibt es ja jetzt schon ansatzweise, eine große Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Verfassungsrechtlern. Die einen sagen, nein, es ist nicht verfassungsmäßig, weil es auch gar nicht geeignet ist, es ist nicht durchsetzbar, es ist auch nicht erforderlich, weil es kleinere, geringere Maßnahmen gibt. Es ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es ja auch so ein Versagen der Politik gewesen. Den ganzen Sommer, werfe ich übrigens auch Steinmeier vor, den ganzen Sommer hat eben keiner propagiert. Geht doch endlich impfen. Nur Bovenschulte, grandiose Bremer Bürgermeister, hat es geschafft, über 80% seine Leute impfen zu lassen. Die anderen haben es alle nicht geschafft. Also man muss sich immer fragen, es müssen alle geringeren Mittel ausgeschöpft sein. Und solange beispielsweise nicht jeden Abend in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt wird, hier, da sind die Stationen, geht hin, Aufklärung, solange gibt es auch berechtigte Zweifel, ob man es machen muss. Also damit will ich sagen, das ist unser Problem. Wir können über unsere Maßstäbe nur ganz, ganz schwierig hinaus. Und das macht uns leider gegenüber denen, die brutal zuschlagen, unterlegen. Ja. Ja, weitere Fragen? Ja, bitte. Warten Sie bitte aufs Mikrofon. Dann haben auch unsere Zuhörer an dem Bildschirm was davon. Das Szenario ist ja ganz gruselig, wirkt alles sehr negativ. Machen Sie uns mal ein bisschen Hoffnung. Das ist cool. Ja. Sie haben ja auch recht. Würde meine Frau übrigens auch sagen. Aber jetzt, die sagt, du malst immer so schwarz. Ja, aber jetzt sage ich Ihnen Folgendes, und das meine ich jetzt wirklich positiv. Erstens, Sie haben auch recht, ich hätte da jetzt mal, im Schluss sollte man ja wenigstens ein paar Botschaften haben, wie man es besser machen sollte. Und zwar meine ich Folgendes. Erstens müssen wir, das habe ich ja versucht am Ende auch zu sagen, wir müssen mehr Verständnis für die Politik erstmal haben. Erstens, wir müssen unsere Maßstäbe, wenn es die Politiker schon auch mal hart sagen, wir müssen viel mehr Verständnis auch für die Fehler entwickeln. Auch wahrscheinlich wir Journalisten. Wenn die Politik eben auch, wir müssen auch die Getriebenheiten begreifen. Wir müssen die Logiken, ich habe es ja versucht am Ende darzustellen, wenn es diesen fatalen Wettstreit gibt der Politik und wenn sie schon übrigens so geschwächt sind, wir müssen uns bewusst machen, vor 50 Jahren hatten die beiden Volksparteien, ich erinnere mal an die Jahre 72, Willy Brandt, wo manche Leute, ich habe es in einem jüngsten Text im Freitag gerade geschrieben, manche Politikwissenschaftler sahen damals schon quasi das Ende des Parteienstaats gekommen. Damals hatten die Volksparteien aber über 40%, ja, CDU und wir hatten eine Wahlbeteiligung sondergleichen. Heute haben die Volksparteien 25 und unter. Das macht sie erstmal schwach. Wir müssen erstmal akzeptieren, dass sie Fehler machen, dass sie auch menschliche Sachen machen. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber was viel gewichtiger ist. Die Hoffnung, die ich schon habe, und deswegen finde ich es auch so toll, dass Sie, Herr Kürten, hier mitstreiten und sich so, ja, ich finde das großartig. Morgen werden Sie 20, haben Sie gesagt, oder wie war's? Morgen wird er 20. Also ich finde das sagenhaft, wenn ich mit 20 Jahren so souverän hätte diskutieren können, dann das ist schon toll. Ich finde es auch toll, wie viele junge Menschen sich in einem Maße engagieren. Wie sie, und das ist meine Hoffnung. Deswegen haben Sie ganz recht, man darf es auch nicht so schwarz malen wie ich. Man muss den Leuten eher, und das versuche ich, wenn Junge da sind, auch zu sagen, ihr müsst euch wirklich um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern. Ihr müsst auch die Parteien erstarken lassen. Ihr müsst schon, ich sehe die Schwäche der Parteien, das habe ich ja auch beschrieben, muss leider nochmal was Fatales sagen, ich sehe auch nicht immer, dass die besten Leute in die Parteien gehen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich hätte mir Olaf Scholz nicht als Bundeskanzler vorstellen wollen und ich tue es übrigens heute noch nicht. Ich sehe nicht den Mann, den Politiker in ihm, der die Leidenschaft aufbringt, dieses Land in solchen Zeiten wirklich zu führen. Und ich sehe andere Leute, ich kenne in meinem eigenen Umfeld eine ganze Menge Leute, bei denen ich sage, das sind auch sehr kluge Leute, die sind aber alle nicht in die Politik gegangen. Also meine ganze Generation und einige meiner Generation sind ja hier, fragen Sie mal in Ihr Umfeld, da ist keiner hingegangen. Wir dachten, das geht sowieso gut, wir halten es gar nicht für nötig. Und ich sage mal knallhart, das könnt ihr euch nicht mehr leisten. Die Junge, Sie müssen das machen, Herr Kürten, meine ich im Ernst. Sie sind tough oder ich sage auch immer, wenn hier Ihre Freundin wahrscheinlich, genau, die nickte mich schon. So, genau, wunderbar. Sie haben mir gesagt, genau, so, habe ich recht, siehst du, sie freut sich. So, dann, wenn er es nicht machen soll, dann müsst ihr aber, ihr klugen Jungen, ihr müsst jemanden ausgucken, ja, ist ja so. Ihr müsst euch jemanden aussuchen, ihr müsst die besten Leute, die ihr seht, ihr müsst die unterstützen. Ihr müsst denen sagen, es ist nicht jeder geeignet. Ja, das muss man nämlich auch mal sehen. Es gibt so einen schönen Satz, will ich mal deutlich, ich sage, deswegen werbe ich auch für Verständnis für die Politiker. Es ist ein Scheißjob. Deswegen habe ich das ja auch gesagt. Wir müssen Verständnis für die Leute haben, weil es gibt den schönen Satz, jemand, der Politiker in unseren Zeiten werden will, der muss sich bewusst machen, der muss an 4 Abenden die Woche, hat man Politiker gesagt, muss jeden Abend mit Menschen trinken und zubringen, mit denen er sonst kein Wort wechseln würde. So, das ist zum Teil auch Politik. So, aber die junge Generation muss sich trotzdem die besten Leute, muss sie auch unterstützen,
damit dann Leute Politik machen, die vielleicht noch besser sind, die es schaffen, das ist schon meine Hoffnung. Deswegen gehe ich auch hier hin, weil ich habe schon, die Sorge ist schon die, dass wir uns in einen Kreislauf bewegen, in dem die Politik sich immer mehr runterwirtschaftet und der Unmut größer wird. Und deswegen finde ich es toll, wenn Junge sich jetzt sehr politisieren. Ich fände es noch besser, wenn sie mehr noch in die Parteien gehen. Weil andere Möglichkeiten, Politik zu machen, haben wir ja nicht. Es gibt die Parteiendemokratie und die soll es auch bleiben. Ich sehe keine bessere Alternative. Ja. Ich würde darauf ganz kurz reagieren. Ich glaube nämlich, was ganz wichtig ist, weil wir in den letzten Jahren ja gesehen haben, wie viel auch in der Jugend politisiert wurde. Also ich glaube, eine so politisierte Jugend gab es schon einige Jahrzehnte nicht. Und das sehen wir mit Fridays for Future, das sehen wir mit Black Lives Matter. Ich erinnere auch an die Diskussion um Artikel 13 und das Leistungsschutzrecht in Europa, wo viele Jugendliche Angst hatten um ihre Videoplattform, also an YouTube oder Twitch oder diese Plattform. Was dort aber immer wieder aufgetreten ist, dass Jugendliche sich nach vorne gestellt haben und Jugendliche gesagt haben, wir wollen partizipieren, wir wollen uns einbringen und wir wollen mitbestimmen. Dass Petitionen geschrieben wurden, dass Sachen auch Petitionen sozusagen und Forderungen an Wirtschaftsminister vorgebracht wurden. Ich erinnere an unseren letzten Wirtschaftsminister, die aber größtenteils verpufften. Und ich glaube, dort wird es dann nochmal sehr interessant, weil wir dort merken, es reicht nicht nur, wenn meine Generation und unsere Generation, ich glaube, wenn ich hier in den Saal schaue, wir sind vielleicht zu sechst, sehe ich hier Leute, die siebt, wenn wir jetzt alle, die hier im Raum sind, mit einbeziehen, 7, 8 Leute von über 40, die vielleicht zu meiner Generation gehören. Und das ist eine gute Quote. Aber auf die es ankommt, damit unser Engagement wichtig wird und unser Engagement auch eine Auswirkung hat, sind ihre Generationen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns verbünden, um halt, wenn wir diese Aufgaben der Zukunft sehen, dass wir uns einander zuhören lassen, uns einander ausreden lassen, uns einander aber auch die Möglichkeit geben, uns wirklich einzubringen. Weil da komme ich auf das zurück, was Sie vorhin gesagt haben, nämlich Enttäuschung in der Demokratie. Wir haben es jetzt mit einer sehr politisierten Jugend zu tun, denke ich. Und fängt schon bei sehr, sehr jungen Leuten an. Sie können, glaube ich, in Grundschulen gehen und dort die Kinder fragen, hey, erzähl mir mal, was der Klimawandel ist. Und ein Großteil von den Kindern wird ihnen mittlerweile was darüber erzählen können. Das war bei politischen Diskussionen vor ein paar Jahren sicherlich anders. Wenn wir jetzt diesen Ball nicht aufnehmen als Gesellschaft und diesen Mut zur Veränderung nicht mitnehmen, dann wird es verpuffen und dann wird es nicht gelingen, diese Aufgaben der Zukunft, ich hatte sie mir aufgeschrieben, Sie hatten das mal in einer Diskussion auch, hatten Sie die drei großen Krisen sozusagen benannt, einmal erstens die Verteidigung der Demokratie, darüber haben Sie heute viel gesprochen, zweitens sozusagen den ressourcenverschlingenden Kapitalismus einzudämmen oder in Bahn zu bringen, der nachhaltig ist und dann drittens das, was sozusagen als Folge daraus gerieren muss, die Verteidigung der ökologischen Lebensgrundlagen unseres Planeten. Das heißt, uns als Spezies auf lange Zeit auf diesem Planeten leben zu lassen. Und ich glaube, das muss das sein, was in den Köpfen ankommen muss, vielleicht auch nach diesem Abend, dass wir wissen, wir müssen diesen Weg gehen. An diesem Weg führt nichts vorbei und es führt nur dann auf diesen Weg, wenn wir ihn halt zusammengehen und auch den jungen Leuten, die zurzeit sehr politisiert sind, eben in diesen Themen auch zuhören und ihnen eine Chance geben. Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, zugehört wird Ihnen ja total. Es ist ja auch kein Zufall. Ich meine, ich finde das sehr richtig, was Sie gesagt haben. Ich habe immer gesagt, ich bin sehr zum Beispiel gegen die Polarisierung eines Generationenkonfliktes, der leider objektiv, ich nenne das immer einen objektiven Konflikt, der da ist. Ist ganz brutal. Also meine Lebenshaltung, der ich 55 bin, ist eine andere als die eines 20-Jährigen. Also meine Lebensplanung hat ein Stück weit Endlichkeit und das ist ja bei manchen so. Also es kann auch ein 70-, 80-Jähriger, der weiß, naja, vielleicht habe ich 15 Jahre noch, lebt anders als einer, der 60 Jahre vor sich. Also diese
objektive Lage kann man nicht leugnen. Und trotzdem wäre es ganz verheerend, nur in Konfrontation zu gehen, denn Sie haben völlig recht, die Mehrheit sind wir, also die Älteren. Das ist ganz brutal. Ja, deswegen ist zum Beispiel auch die Frage ganz hart, die Frage des Wahlrechts. Eine absolut politische Sache. Ich habe mich da ja mit Luisa Neubauer mal gestritten, die fand das gar nicht so wichtig. Ich habe gesagt, das ist zentral. Es ist sogar meines Erachtens, ich würde ja viel weiter gehen. 16 Jahre ist eigentlich ein Witz, weil jeder, der hier lebt, von dem Status, dass er betroffen ist von der Politik, die wir praktizieren, eigentlich eine Beteiligungsoption haben müsste. Und wenn es die Eltern für ihn ausüben, da sagen wiederum alle manche, na, das ist auch nicht besser, da die Eltern werden sowieso nicht zu sein. Also es kann sein, aber es ist zumindest zu denken. Das heißt, es müssen diese Allianzen gefunden werden. Und jetzt sage ich aber auch Folgendes. Ich glaube, sie sind auch mehr da, als man denkt. Also ich glaube, die Tatsache, Sie könnten sich hier ja mal umhören, wäre mal interessant, vielleicht sagt dann der eine oder andere was, die Bereitschaft, dass Menschen hierher kommen, ist ja eine Bereitschaft von Menschen, die Ihnen total zugewandt sind. Also Sie würden, ich sage Ihnen ganz bewusst, ich habe es manchem Jungen auch gesagt, Sie würden auch übrigens sofort offene Türen reinrennen. Also sammeln Sie jetzt kommt der Punkt. Das schlechte Gewissen auch bei den Älteren ist ja da. Bei mir, bei anderen wahrscheinlich auch sehr, sehr stark, Großeltern sowieso. Jetzt kommt mal der Punkt. Macht, man muss natürlich aber auch, und egal, auch die jungen Menschen müssen natürlich die Machtstrukturen von Parteien auch begreifen und akzeptieren. Also ihr müsst natürlich euch schon sagen, okay, wenn wir wirklich dann tätig werden, ja, dann musst du, so klug wie sie sind, das meine ich wirklich ganz ernst, dann müssen sie sagen, Joschka Fischer hat es nämlich so gemacht. Jetzt sammle ich meine Truppen, dann gehe ich in die SPD oder noch besser noch in die Grünen. Egal, nee, Grünen sind vielleicht schon so viel. Nehmen Sie die SPD. Egal. Gehen Sie da rein mit 20 guten Leuten. So. Und lassen Sie sich wählen und machen Sie die Allianzen. Das ist meinem Eindruck nach der eigentlich notwendige Weg. Denn rufen, das muss man leider sagen, rufen wird Sie keiner. So brutal ist der Egoismus dann auch wieder leider. Die Mechanismen hat schon Robert Michels, der große Parteiensoziologe Anfang des letzten Jahrhunderts, beschrieben, das Gesetz der Oligarchie. Also es herrschen immer Machtstrukturen in den Parteien, sie müssen sich durchsetzen. Fischer, ich will es nur als kleine historische Parallele sagen, Joschka Fischer, Sie kennen vielleicht die Geschichte, Joschka Fischer war am Anfang kein Ökologe. Der war ja in Frankfurt, im Stadtverband Frankfurt, da war eine Jutta von Ditfurth, können Sie sich erinnern, von hat sie irgendwann fallen lassen, Jutta Ditfurth, das war seine große Kontrahentin, die war wesentlich grüner, die war am Anfang bei den Grünen. So. Und als Fischer plötzlich merkte, verdammter Mist, mein Straßenkampf so gegen die Polizei und das machen die doch gar nicht mit, die rennen alle zu den Grünen, da hat Fischer gemerkt, jetzt muss ich den Schalter mal umlegen. Da hat er seine ganzen Spontis um Cohn-Bendit, 20, 30, 40 Leute, die hat er alle sofort zu den Grünen einmarschieren lassen. Und 2 Jahre später war er Minister von ja, so schnell ging das. Also mit Willen zur Politik können Sie viel bewegen. Gerade wenn wir so klug sind wie Sie. Das Prinzip Kurz sozusagen. Ja, ist auch wahr. Ja, also sicher, Sebastian Kurz hat es auch so gemacht. Leider für die falsche Sache, aber Sie können es ja für die gute Sache machen. Dann müssen Sie halt bloß den Willen, man muss leider sagen, einen gewissen Willen zur Macht müssen Sie entwickeln. Ja. Hier vorne sind noch einmal in der Mitte und dann... Also ich bin 68 Jahre und ich bin, seit ich 8 Jahre alt bin, immer politisch aktiv gewesen. Von 8. Lebensjahr an immer schon gegen Leute, die rechte Interessen vertreten. Also es war nie weg. Und ich habe das nicht verstanden bei Friday for Future, dass man sich so auf diesen Zug begeben hat, nicht der Umweltfragen und so weiter, sondern dass man das erlaubt hat, diese Generationsspaltung zu machen. Warum haben in meiner Generation ganz viele junge Menschen Politik betrieben bis zum geht nicht mehr? 5, 6 Termine hatten wir in der Woche. Dann kamen Berufsverbote. Das ist ein Bruch, den habt ihr hoffentlich nie vor euch. Aber der hat Demokratie so sabotiert, der hat jungen Menschen die ganze Zukunft zerstört. Und ich war da 38 Freunde und davon waren 37 betroffen. Ich bin als Einzige übergeblieben. Und so musste man immer wieder von vorne anfangen. Und ich finde das nicht gut, dass wir uns haben so trennen lassen mit Friday for Future und der ganzen Bewegung, dass wir uns das sagen lassen, dass die Jungen uns Älteren irgendwas, wir schulden euch irgendwas. Nein, gemeinsam, immer nur gemeinsam. Und da hätten wir ganz viel voneinander lernen können. Das, was ihr macht und das, was schon mal woanders gemacht worden ist und die Erfahrungen, wo waren die Wege schlecht, wo hat die Demokratie reingehauen und alles kaputt gemacht. Wie muss man sich davor schützen? Vor Jahren haben wir hier in Oldenburg eine Gruppe gehabt, die nannte sich Demokratische Werte stärken und schützen. Wir hatten ein Demokratiefest auf dem Dommwiese, ein einziges. Das ist kaputt gemacht worden, in Anführungsstriche. Aber da hat man das erste Mal gesehen, 45 Gruppen aus ganz verschiedenen Altersgruppen, aus ganz verschiedenen Verbänden, ganz viele Schulen haben da mitgemacht.
Das ist möglich und das ist meine einzige Bitte. Lasst uns aus Erfahrungen lernen. Wir haben keine Mauer mehr. Wir haben Paragraph 219 mit der Abtreibung, dass Ärzte nicht beraten dürfen, vielleicht demnächst mehr. Wir haben so oft Erfolge. Lasst uns da gucken, wie macht man es und wie kann man alle beteiligen. Das war meine Bitte. Also dem kann ich nur zustimmen. Ich bin selber jetzt auch nicht bei Fridays for Future aktiv oder noch nicht aktiv gewesen. Ich nehme die Bewegung auch nicht so eindeutig wahr. Das ist, glaube ich, bei Fridays for Future gerade wegen der sehr diffusen Struktur sehr schwierig zu sagen. Aber ich würde dem zustimmen. Ich glaube schon, Zukunftsfragen sind Gesellschaftsfragen. Gesellschaftsfragen sind immer Fragen von allen Generationen. Und das würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, der wichtige Punkt ist halt, dass man, oder der entscheidende Punkt, um Sie nochmal aufzugreifen, Herr von Lucke, dass man einerseits den Mut und den Willen und den Gestaltungswillen von jungen Leuten mitnimmt und andererseits natürlich mit den Erfahrungen der älteren Generationen auch lernt. Es ist, glaube ich, es darf kein Gegeneinander sein von Generationen, sondern ein Blick halt in die Zukunft, was bei jungen Leuten eben, und das ist halt dann doch die Realität, eine längere Zukunft ist und eine längere Auseinandersetzung mit Beispiel der Klimakatastrophe als bei älteren Menschen. Was nicht heißen soll, dass wir nicht die Fragen, die Erfahrungen, die sehr ähnlich sind wie die vor 40 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren gestellt wurden, auch heute noch relevant sind und deswegen auch Einfluss haben sollten in die Diskussion heute, natürlich. Aber ich finde das trotzdem, ich will das mal aufnehmen, ich fand das richtig anrührend, muss ich wirklich sagen, weil ich so auch noch nicht gehört habe, es klingt ja eine persönliche Betroffenheit raus, dass tatsächlich Menschen, und Sie sind ja nochmal eine andere Generation als ich muss es deutlich sagen, also ich bin jetzt 55, da machen 13 Jahre wahnsinnig was aus. Ich habe auch noch niemanden gehört, der sagte, von 38 Freunden sind 37 unter das Berufsverbot gefallen. Das ist natürlich schon klar. Jetzt sich gerade zum 50. Mal, 50 Jahre Berufsverbote. Also, und insofern ist es wahr, ich finde es anrührend. Sie haben ja auch, ich meine gar nicht Sie, aber Fridays hat eben, das ist so brutal, hat ja einen wunden Punkt getroffen. Die haben ja offensichtlich auch bei Ihnen nicht dieser Appell, dieser ganz harte Appell an schlechte Gewissen, der wurde ja von Fridays total ausgespielt. Ich fand übrigens auch manchmal mit einem sehr gut, einerseits bewundernswerten Selbstbewusstsein junger Menschen, ja, ist ja beeindruckend, ich finde auch manche toll, Carla Remsma oder sowas, großartig, aber dieser Appell, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Ihr Alten, damit waren wir, also ich mich auch schon, wir waren damit gemeint und es hat eigentlich total verdrängt, das muss man wirklich zugeben, mit einer gewissen Selbstüberheblichkeit, dass andere und gerade diese Generation, die hier sitzt, man muss der 68er-Generation, das kann man wirklich sagen, echt zugute halten, dass sie sich eigentlich von ihrer Politisierung an, und sie hat natürlich auch viel Mist gemacht, ja, also ich will auch nicht behaupten, dass das nicht, würden Sie wahrscheinlich auch heute bestätigen können, dass manches, was damals radikal gedacht wurde, auch ziemlich, ziemlich irre war, würde man heute wahrscheinlich sagen, aber dieses Engagement erstmal so lange durchzuhalten, auch politisch geblieben zu sein, das muss eine junge Generation, kann man auch den Ball zurückspielen, muss sie dann auch erst nochmal beweisen. Ja? Also manchmal, ich würde auch mal sagen, ich würde sogar noch weitergehen, auch bei diesen riesen Fridays for Future Demos. Ich glaube, dass viele das sehr begriffen haben. Sie haben es auch gesagt, auch bei Kindern kommt das alles schon vor. Es ist auch dramatisch, weil ich glaube, viele haben schon eine Angst vor der Zukunft, die richtig schlimm ist. Und manchmal bin ich fast froh, das ist mein Eindruck, dass ich glaube, auch die Kinder noch so schizophren sind. Die laufen da mit und die Tiefe haben viele auch nicht begriffen. Das kann man eigentlich wahrscheinlich nur hoffen. Aber trotzdem ist es manchmal verrückt. Es steckte manchmal auch, man hat so plötzlich erkannt, ihr macht uns alles kaputt, jetzt seid ihr die Gegner. Und Sie gehen da ja auch zurecht dran, das ist falsch. Es hat offensichtlich auch was Zerstörerisches oder richtig was Aggressives, wenn ich Sie so verstehe, oder was ungerecht, was sehr ungerecht Attackierendes. Das fand ich echt sehr, ja, sehr spannend. Müssen fairer... Okay. Und da hat man immer mit allen Altersgruppen und man ist immer auch mal ein 60-jähriger Rebell, man ist mal ein 20-jähriger Rebell, man ist alles und man arbeitet mit allen Gruppen zusammen. Und das ist ja für die jungen Leute vielleicht auch ganz schön. Wir haben noch nie so viele junge Abgeordnete gehabt und wir haben auch sehen können, dass in Parteien Gruppen sich stark nach vorne gebracht haben. Und da müssen dann Alte wie wir helfen und sagen, gut, wir wollen gar kein Mandat mehr, wir wollen die Jungen da rein haben. Aber dieses Miteinander, das ist das Einzige. Ja, jetzt können wir noch, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir um 20 bis 20 Uhr limitiert sind. Hier vorne war noch eine Frage von der Dame. Also nehmen wir doch eine Frage.
Eigentlich keine Frage. Also ich bin insgesamt total voll und angesprochen erst einmal gewesen oder bin ich bis jetzt noch von Ihrer ersten Rede, Herr von Lucke, und die hat mich total bewegt, die hat mich aufgewühlt, und dass ich sagen will, ich möchte nicht so negativ denkend den Raum verlassen. Ich möchte nicht diese Angst haben, ich möchte nicht diese Bedrohung fühlen, und ich freue mich unheimlich, dass jetzt das so ein bisschen sich umändert. Wir können nicht alle in die Politik gehen, denke ich mal. Ich bin 67 Jahre alt, ich habe 3 Kinder, mir ist die Zukunft nicht egal. Ich bin immer für ein Miteinander, und ich denke, als Gesellschaft, klar sehen wir im an dem Beispiel von Corona Polarisierung, aber lassen Sie uns doch auch bitte schauen, es gibt auch die Gegendemonstration, dass wir uns anpacken und sagen, hier, wir sind auch noch da. Und ich denke, nur wir zusammen und wir in Gesellschaft und mit Politik kritisch sein und an Demokratie und Freiheit glauben. Ich habe eine Schwiegermutter, die mir leibhaftig erzählt, weil sie es erlebt hat, wie Hamburg bombardiert wurde, wie sie alles verloren hat, wie man im Asphalt mit Stuhlen stecken blieb. Also, ich denke mal, ich habe von dem Wirtschaftswunder profitiert und habe also jetzt zu erleben, dass wir kritisch sein müssen, auch in unseren Ansprüchen mal noch kritischer und zurückschrecken. Aber ich möchte nicht ohne Hoffnung, ich möchte nicht aussichtslos sein, und das muss ich jetzt unbedingt noch mal loswerden. Ja, ich glaube, das ist auch... Schon mal zum Hinten war noch eine Frage in der letzten Reihe. Ja. Zwischendurch die Bemerkung, dass durchaus Hoffnung gegeben ist. Ne? Also, ich kann nur sagen, zeigt halt das Engagement. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich Herrn Kürten das sein muss, dann habe ich Hoffnung. Ich sage Ihnen, da sind so viele, deswegen war vielleicht mein Blick auch zu schwarz. Ich würde, und dass wir uns, wir dürfen auch eins nicht vergessen, wir können uns alle in dieser Gesellschaft artikulieren. Sie sagen das völlig zu Recht, das ist das große Glück. Man darf immer nicht vergessen, dass wir hier auch was zu verteidigen haben, und da bin ich auch sehr hoffnungsvoll, um es deutlich zu sagen. Und ich finde es auch toll, wenn Sie das so zurückspiegeln und das sagen, ja, es ist, wir haben immer noch enorm viel Substanz. Da habe ich auch gar keine Sorge. Wir müssen sie bloß deutlich machen. Aber ja, da wollte ich auch kurz anschließen. Das wünsche ich mir tatsächlich auch. Das ist zwar schön, dass Sie am Anfang sagen, dass Sie sich diese Sorgen machen, aber irgendwo dann muss auch im Verlauf dieses sorgenvollen Vortrages dann das vorkommen, was so positiv ist, die großen Errungenschaften und Ähnliches, worauf man stolz sein kann als Demokrat oder worauf auch ein Mensch stolz sein kann. Und jetzt muss ich wieder was Negatives fragen, weil ich ja auch nicht nur positiv denke, weil ich höre schon seit vielen Jahren, glaube ich, in den Medien oder auch bei solchen Talkrunden immer wieder mal was von Schwäche der Parteien. Davor hieß es, glaube ich, jahrzehntelang, Politik findet bei den jungen Menschen ja nicht statt, hing also gegen Ewigkeiten durch die Medien durch und so. Meine Generation war ja so gut wie gar nicht politisch interessiert, das ist jetzt anders. Aber die Schwäche der Parteien wird so in den Mittelpunkt gestellt. Wir haben aber gesellschaftliche Bereiche, die interessieren sich ja nicht für die Presse. Das ist die Lügenpresse. Oder im Internet tauchen die in irgendwelchen Communities auf. Und jetzt kommt das Entscheidende für mich. Gibt es eigentlich die Diskussion, gibt es eine Schwäche der Medienlandschaft? Sie sind ja auch in der Presse. Gibt es dort im Medienbereich unter Ihren Leuten solche Überlegungen, die Schwäche der Presse, der Vermittlung von Fakten? Absolut. Das muss ich Ihnen sagen, in einem Satz. Das finde ich so interessant, was Sie sagen. Und ich könnte Ihnen von Abgründen, sage ich ganz ehrlich, ich habe es übrigens auch mal ausgeschrieben. Wenn Sie jemand Interesse hat, das kann ich nur sagen als Ergänzung. Sie können übrigens vieles von mir auch mal in den Blättern, da können Sie auch einen Eindruck verschaffen. Lesen Sie mal im Internet www.blaetter.de. Das ist also, da finden Sie viele meiner Artikel, auch die ganze Zeitschrift dargestellt. Und Sie können nur mal um die Auseinandersetzung mit einem exemplarischen Beispiel, ich habe einen großen Artikel über den Springer-Konzern geschrieben. Da lesen Sie mal, was für Abgründe und auch antidemokratische Anlagen da sind, um es mal deutlich zu sagen, das ist das, was ich ausmale, das nenne ich die APO von rechts, die neue Strategie des Hauses Springer. Es gibt Tendenzen auch von Medien, sich so stark zu machen, so mächtig zu machen,
dass man letztlich der Politik kaum Möglichkeiten zum Agieren lässt, weil man damit auch verhindern kann, dass echte Transformation. Da haben Sie völlig recht, wäre Grund genug mal eine richtige, aber das können wir heute nicht machen, nochmal eine andere Debatte zu machen. Finde ich aber toll. Ja. Aber. Ja, ich wollte auch noch mal zu dieser These der Erosion der Demokratie etwas sagen, die ich im großen Maßstab im Sinne einer Rückentwicklung der Demokratie nicht nachvollziehen kann. Also aus meinem ganz persönlichen, subjektiven Eindruck heraus, als ich sozialisiert wurde, späte 70er, 80er Jahre, da habe ich meine Gesellschaft als viel unpolitischer erlebt, beziehungsweise als viel polarisierter. Große Debatte damals, Atomkraft. Es war nicht möglich, mit vielen Menschen mit meiner Elterngeneration darüber zu reden, denn die wussten ja, ohne Atomkraft geht's nicht. Also ich glaube, heutzutage den politischen Diskurs zu führen und Menschen auch über Gründe zu erreichen, zumindest zum Gespräch zu bewegen, ist heute viel größer. Und auch das bezogen auf die große Politik, erlebe ich eigentlich das heute positiver. Vielleicht gibt es weniger von diesen charismatischen, wie Sie sagen, leidenschaftlichen Gestalten, aber es wird mehr, meiner Ansicht nach, mehr inhaltlich diskutiert. Ich bin froh, dass es solche Figuren wie Franz Josef Strauß, und davon gab es, glaube ich, eine ganze Menge, also mir fallen auch eine ganze Menge ein, so aus den Kohl-Kabinetten, dass es solche Figuren heute nicht mehr gibt in der Politik und dass miteinander geredet wird, auch über Parteigrenzen hinweg. Eine, da wollen wir noch eine direkt mitnehmen, da haben wir sie doch, ne? Genau. Eine kleine Anmerkung. Ich glaube, wir sollten etwas gelassener sein. Wenn wir das Thema Pandemie angucken, wie viel von den echten Ungeimpften haben wir denn noch? 10%? Ich glaube, das können wir aushalten, auch wenn jetzt andere Entwicklungen sich da gerade abzeichnen. Und meine Frage zu dem Thema Kritik oder Schwierigkeiten mit der Demokratie. Was ist denn mit der direkten Demokratie? Ist das eine Lösung? Ist das eine mögliche Antwort? Schweizer Modell. Ein Schweizer hier in Oldenburg bekommt eben ein halbes Dutzend Mal im Jahr Briefe geschickt, in denen er an einer Volksabstimmung teilnehmen kann. Ist das eine Lösung? Ist das eine Utopie? Lustigerweise wahrscheinlich fast Generationsgenossen sind. Finde ich, das gehe ich auf die Frage zuerst und komme dann noch gleich zur letzten. Ihnen in gewisser Weise zustimmen. Sie haben ja recht. In mancherlei Hinsicht war es sicherlich in den End-70ern, Anfang 80er Jahren, ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 67, Sie sind vielleicht noch jünger, aber Sie müssen ja auch ungefähr, was für ein Jahrgang sind Sie, wenn ich frage? Ach, genau, sind wir gleiche Generation. Sie haben recht, die Härte, auch die Schlachten, gab die Schlachten, denken wir an die AKW-Schlachten, auch um Nachrüstung. Also es waren harte und brutale Auseinandersetzungen. Und ich würde sogar sagen, ja, es ist manchmal lustig, dass Sie auch so deutlich sagen, an Franz Josef Strauß wünscht man nicht sich zurück. Mittlerweile gibt es natürlich aber auch eine nostalgische Gegenströmung. In der Hinsicht, als man sagt, okay, das waren natürlich wirklich noch Figuren mit einer Ausstrahlung. Und selbst Franz Josef Strauß wird darunter subsumiert. Aber trotzdem haben Sie in dem Punkt grundsätzlich recht. Ich würde sogar noch weitergehen, gerade die generationelle Kluft, das ist hochinteressant, gerade gegen Sie, oder nicht gegen Sie, Sie wissen, wie ich es meine, also zu Ihrer Generation gesprochen, die war damals viel brutaler. Das glaube ich übrigens in der Tat. Viel, viel, viel größeres Unverständnis. Also die Gemeinsamkeit der Generationen war größer. Aber ich glaube trotzdem, dass wir nicht unterschätzen sollen, zwei Faktoren, die ich versucht habe geltend zu machen. Erstens, die Probleme sind, auch wenn wir diese Atomfrage im Hinterkopf haben müssen, als eine Menschheitsfrage, so wurde sie ja wahrgenommen. Aber sie war dann mit 89 irgendwo auch selbst wenn das Zeug noch nicht los ist, sie war aber ein Stück weit befriedet. Heute haben wir Probleme, die objektiv betrachtet, wenn wir nicht den Ausstieg schaffen aus einem so ressourcenverschlingenden Lebensmodell, die eben so fundamental sind, dass sie eben für die nächsten Generationen zwingenderweise zerstörerisch sind. Das ist eine neue Lage und hinzu kommt die Tatsache, dass die von mir beschriebenen systemischen Schwierigkeiten, dass Demokratien sich eher schwächen und dass sie es letztlich dann sogar noch mit Leuten zu tun haben und das nämlich schon als neue Staatsfeindschaft und
mit so irrationalen Positionen, wie im Zuge der Corona-Debatten, dass das unterschwellige Strömungen sind, die anders sind, vielleicht auch nicht so generationell konfrontativ, aber die eigentlich die Grundfrage, wie tatkräftig ist die Demokratie, fundamentale aufwerfen. Und zugleich wir es eben noch mit Akteuren zu tun haben, nämlich geschwächten Parteien, die sehr viel machtloser mir erscheinen. Und das letzte Satz, ich will es noch gerade sagen, weil das passt ein bisschen zu der sehr klugen Frage von dem Herrn. Erstens glaube ich schon, ich wäre froh, ich will ja auch gelassen sein, ich bin da ganz, ganz bei Ihnen, seien wir ein bisschen gelassener. Vielleicht kommen wir nämlich, das habe ich sowieso verstanden, vielleicht kommen wir in der Tat durch Omikron aus der Krise und brauchen keine Impfung. Da wäre ich dann sehr froh drum, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil wenn diese ich nenne es mal Passivimpfung oder wie auch immer, oder die Sache sich so ergibt, dass es vielleicht eben nicht notwendigerweise mit Pflicht vonstatten geht, das wäre eine große Erleichterung. Aber die Zahlen sind wohl doch wesentlich höher. Ja, also wenn ein Drittel der Bevölkerung, und das macht es so brutal, ein Drittel doch sich eben ausdrücklich gegen eine Impfpflicht ausspricht und die oder überhaupt gegen Impfung und diese Menschen eher abdriften, dann sehe ich nicht so recht, dass wir mit unserem gegenwärtigen System unbedingt weiterkommen. Und das finde ich, ich bin gegenüber so direktdemokratischen Modellen eigentlich ziemlich, ziemlich skeptisch gegenüber eingestellt. Aber einen Punkt nennen Sie völlig zu Recht. Das, was ich vorhin so beschrieben habe, als eine intrinsische, systemische Art von Parteien im Parteienwettbewerb, auch gegen die Ratio zu operieren, möglicherweise an den Appell an niedere Instinkte, weil man sich selber stärken will und den anderen schwächen will. Das wird durch solche Überlegungen wie Planungszellen oder Räte, es gibt ja auch diese neuen Bürgerräteüberlegungen, man zieht Leute, ganz normale Leute raus und die versuchen eine sachdienliche Lösung zu finden, die dem Parteienwettstreit enthoben ist. Das ist natürlich eine Logik, die wir wahrscheinlich alle im Sinne auch der großen Fragen stärken müssten, weil sie das dem notwendigen Clinch entzieht. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wahrscheinlich müssten wir darüber mehr nachdenken, weil der Parteienwettstreit an Grenzen kommt. Ohne dass ich nicht trotzdem der Meinung bin, wir haben nichts anderes als diese Parteiendemokratie. Ich sehe momentan leider nichts anderes. Also grundsätzlich. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort von Herrn von Lucke. Wir haben jetzt gut 2 Stunden hier über die Frage vieles gehört zur Einschätzung, die durchaus, gebe ich zu, pessimistisch war. Aber es ist nach meinem Empfinden eine Zustandsbeschreibung gewesen, die auch notwendig ist, um mal den appellhaft deutlich zu machen, wo auch unsere Verantwortung als Staatsbürger liegt. In diesem Sinne möchte ich von meiner Seite dazu nur noch sagen, dass uns vielleicht die Politik in ihrem allumfassenden Fürsorgeanspruch auch vielleicht entwöhnt hat, was eigentlich auch unsere Aufgabe und unser Beitrag wäre, damit das, was wir als Parteiendemokratie hier bezeichnen und das, was wir in den letzten 70 Jahren hier erlebt haben und unsere Eltern mit aufgebaut haben, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass es nicht reicht, nur ein frei gewähltes Parlament zu haben, sondern dass auch auf diejenigen, die das Wahlrecht ausüben und auch auf die jüngeren Generationen, dass es an dem Beitrag aller bedarf, dass das gelingt. Ich fand das ganz großartig, genau, weil ich fand das so wirklich anrührend, was Sie gesagt haben, die Dame. Ich würde das auch eher als Ermutigung, verstehen Sie es vielleicht, ich habe es wahrscheinlich nicht sehr gut rübergebracht, weil es so pechschwarz war, aber ich habe es eher auch in dem Sinne einer Ermutigung, genau wie Herr Gögel es meint, begriffen, dass wir uns klarer machen müssen, wir haben uns alle, glaube ich, ein Stück weit auch sehr als in eine Dienstleistungsdemokratie reingedacht. Die Demokratie funktioniert. Ich gebe das unumwunden. Der Kollege sagt es ja auch so nett. Wir sind ja eine Generation. Sie haben gesagt, unsere Generation, ja, wir waren in gewisser Weise auch schon unpolitisch. Meine Generation, die irgendwie noch in den 80er Jahren anpolitisiert wurde. Aber ich habe mal in meinem Jahrgang gefragt, 130 blitzgescheite, zum Teil Kollegen, viel klüger als ich, sage ich immer, etliche Kollegen meiner Jahrgangsgenossen, habe gefragt, wer von euch ist eigentlich in die Politik gegangen? Wer hat Politik gemacht? Keiner, weil wir immer der Meinung waren, irgendeiner wird es schon machen. Und die Ermutigung, das meine ich genau, was Herr Gögel sagt, wir müssen uns die Demokratie wieder mehr zu eigen machen. Wir müssen uns auch gerade, deswegen sage ich, wir müssen uns um die gemeinsamen Sachen kümmern. Dann wird das schon werden. Ja, das war das. Ich hoffe, deswegen war mir das auch noch ein Bedürfnis, das nochmal zu sagen. Wir müssen uns um kümmern, dann wird das auch. Ja? Also meine ich im Ernst. Wir schaffen das, mit Merkel gesprochen. Ja.
Ja, meine Damen und Herren, mit diesem berühmten Zitat wollen wir das hier heute zum Ende bringen. Ich hoffe, wir sind unserem Anspruch als Volkshochschule gerecht geworden, dass Sie mit einem Erkenntnisgewinn heute hier aus der alten Flywar zurück nach Hause gehen. Hier sehen Sie noch sozusagen unser Jubiläumsmotto, weil sozusagen durch diese Veranstaltung tatsächlich unser 100-jähriges Jubiläum jetzt im 102. Jahr seinen Abschluss findet, weil das ist, wie gesagt, noch eine Veranstaltung aus diesem Jahr gewesen. Und ich möchte Sie an unser aktuelles Schwerpunktthema erinnern, zusammen für eine nachhaltige Gesellschaft. Also in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie auch zu den weiteren Veranstaltungen, zum Beispiel am 25. Februar, wenn sie denn stattfinden kann, mit dem Klimaforscher Mujib Latif, wo wir dann das Thema Klimawandel vertiefen werden. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.